White Russian. Zalando! Au. 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 Du bist bekloppt. Ja. Den lassen wir. White Russian, jetzt mit Product Placements. Ja. Aber schon seit dem Jägermeister. Völlig stimmt. Irrelevant. Was war Richtig. Letztes Mal los ist? Bei der 5 sind wir quasi nach Hause gefahren. Also nach die 5 wurde ja extrem lange, weil ich ja die zusammengeschnitten habe aus anderen Teilen. Und deswegen haben wir da mal die 2-Stunden-Marke wieder geknackt. Mir tut es auch jetzt schon wieder leid für alle, die sich tatsächlich im Marathon angehört haben. Ja, die Mädels und der Kaban waren ganz toll im Ausland unterwegs. Also außerhalb von Moskau, Entschuldigung, so ist richtig. Und hatten richtig Spaß mit Leuten. Ne, der Vömmöcke und der Frohsinger, gute Menschen. Sehr nette Deutsche. Ne? Die sind total geil gewesen eigentlich. Ich find's auch immer noch schlimm, Trolli, dass du erklärt hast, was es mit dem Namen auf sich hat. Ich verzeih dir das, glaube ich, nie. Ja, das mag sein, ist mir aber egal. Ich weiß. Ich wollte es nur nochmal gesagt haben. Es ist okay, wenn du mir es nicht verzeihst, aber wenn ich jedes Mal überlegen würde, was ich spreche, bevor es passiert, dann. Kennen wir nie. Boah, Gott. Dann würdest du ja genauso lecken wie ich gerade. Wen leckst du denn? Nee, ich würde nämlich nicht mitten im Wort nochmal überlegen, was ich sage, verstehst du? Das ist der Unterschied, nur vorher. Na gut, dann entlassen wir doch jetzt die Leute in die Bärenmarke-Folge. Viel Spaß und bleib geil. Dings oder was hier? Sauerkirschen? Ja, es ist 20:01, wir können anfangen. Direkt mal, oder? Was nochmal? Wieder? Direkt mal anfangen. Sehr gut. Ja, mit was denn sonst? Wo sind wir denn schon wieder? Also, genau. Echt? 2015! Letzten Winter! Richtig Shadowrun endlich! Nein. Achso. Ich dachte eher an sowas wie: Oh, 2015, jetzt können wir endlich sagen: Scheiße, seit 2013 und es hat Sinn? Oder so. Weiß ich nicht. Grillen zirpen, ich verstehe. Ich werde die Pause drin lassen, ja. Ihr seid so scheiße. Mimi. Mimi. Oh, das ist ja schon wieder der gute Auftakt, um den Spielleiter so richtig Bocklaune zu bringen. Mimi. Der Spielleiter liebt das. Ich wollte schon sagen, das verkneife ich mir jetzt, sonst weinst du wieder. Ja, aber ich darf das. Reicht jetzt auch. Ist ja gut, also, pass auf. Folgetage. Verdammt, jetzt muss ich es mir echt verkneifen. Professor Dr. Nikolai Ivanovic wird in den folgenden wenigen Tagen vollständig genesen. Billy mehrmals natürlich zutiefst seine Dankbarkeit ausdrücken und muss sich dann natürlich darum kümmern, dass der die ganzen teuren Geräte aus seinem Ex Dings da geschafft werden, und er wird sich natürlich verabschieden mit einem Handkuss, der natürlich gentlemanlike geplant ist, also so, dass nichts berührt wird, aber da er halt immer so, sagen wir mal, die Lippen sind ja doch durchaus befeuchtet, ist er vielleicht doch ein bisschen schmerz, wenn du verstehst, was ich meine. Ich erwarte jetzt darauf, das wäre schön, wenn Billy das ein bisschen angeilt. Nicht, schade. Hätte mich gefreut. Okay, gut. Also, das hat also kein Edge mehr. So, nie wieder. Genau. Ansonsten, ich hatte noch was geplant. Genau, 2 Stunden nachdem er weg ist, das wird so am 5. sein. 5. Dez. Wir haben auch hier Billy und warte. Gandhi. Hä? Hallo Chef, guten Abend Chef. Chef, ja, ist klar. Wäre richtig gut, wenn wir jetzt mal so richtig hart loslegen könnten mit einem Treffen. Das wäre super. Wann, wo, bis, was soll ich anziehen? Was du möchtest. Kannst du auch gerne in deinem Kampfanzug kommen, und ich hoffe, dein Kampfanzug besteht aus nichts. Also ich habe jetzt halt noch einen ganzen Tag und ich bin halt auf Arbeit. Also das wäre mir recht, wenn du irgendwann da vorbeischaust. Ich komme also zum Diktat ins Büro, Chef. Jawohl. Ja, Chef, ich komme, Chef. Ein bisschen Labello wäre durchaus angebracht.
Es kratzt sonst so. Hast du kein Melkfett? Dass du mich ein wenig abmelken kannst. Tut mir leid, ich komme vorbei, ich bin auf dem Weg, Chef. Ich hoffe ja, dass du dazu führst, dass dann Melkfett vorhanden ist, aber jetzt gerade du, da ist noch nichts los, also bitte. Das Witzige ist gerade, ich habe geschrieben, 48. Abend, Gandhi ruft Billy Lippen. Warum habe ich Lippen geschrieben? Ja, weißt du, wo es hingeht. Ja. Schön. Ich komme vorbei, ich pack mich ins Auto, ich komme. Wunderprächtig. Bin gleich da, Mann. Ich hoffe, es geht schneller. Bis nein. Gleich. Tschüss. So. Dicht und deep und so weiter. Geil. Finster? Ziemlich. Du kommst an? Ja, ich gehe ins Büro. Ja. Vielleicht, ja. Warte, hätte ich jetzt, na egal, warum. Pass auf, du hörst aus dem Büro noch die letzten Reste eines gekrischenen Streites, wobei Gandhi wenig dazu neigt zu kreischen, Vicky allerdings schon. Oh Gott. Worte auszumachen ist nicht ganz einfach. Das sind so Obertöne, ja, die man eher von Instrumenten so kennt. E-Gitarre. Und ja, auch. Oder alles, E-Flöten. Richtig, ja, alles, was ordentlich blechern klingt am Ende. Mhm. Und dann stürmt sie auch raus. Was denn hier los? Also, wenn du nicht willst, musst du sie nicht angucken. Hochroter Kopf. Was ist mit dir los? Hä? Was? Ja, nix. Ich muss weg. Wie, wohin denn? Weg. Sagst nicht mal Hallo mehr? Hallo. Tschüss. Bye, bye. Sie dampft ab, wobei abdampfen wirklich der richtige Begriff ist. Ja, die Steampunk, ne? Hast du verstanden? Den habe ich ganz tief aus der Trickkiste geholt. Der war ganz schlecht. Mano. Ich gehe rein. Ich klopfe nicht an. Das ist gut, die Tür steht auch noch offen. Ah ja, Was ist denn hier los? Einiges kann ich dir sagen. Willst du was trinken? Also Fanta? Ja, gerne. Er reicht dir ein gefülltes Glas mit Fanta. Und das ist das richtige Fanta, keine Erdbeer-Fanta, verstehst du? In 2015 gibt er mir endlich jetzt Fanta. Ich flieg vom Hocker. Voll lieb, mehrmals. Danke. Das ist dein Weihnachtsgeschenk. Oh, nö. Ja, genau. Ja, ach ja, Weihnachtsgeschenk kriegt er auch noch. Stimmt. Oh ja. Pass auf. Ja? Hast du schon mal in meiner Hängematte gelegen? Bitte was? In meiner Hängematte. In deiner Hängematte? Er zeigt hinter sich, in seinem Büro hängt eine Hängematte. Sein Schreibtischstuhl ist weg. Danke, nee, habe ich noch nie. Also wenn du möchtest, kannst, ich sag das bloß, guck nicht so, das ist hier, ach so, wir hatten vor uns das Gespräch, ja. Setz dich einfach irgendwo hin. Ich bleib hier mal an der Wand stehen mit dem Po gegen die Wand. Das klingt vernünftig, ich bin auch nicht so der Po-liebe Mann, ich mach das lieber von vorne an der Wand, ist schon ganz gut, kannst du bleiben. Die Tür vielleicht noch zu, damit es mehr, ja? Mehr Zuhörer gibt? Nee, ja, ich bin dann halt doch ein bisschen ist da also Penisneid bei mir vorhanden. Deswegen... Ach so, ja. Ich mache jetzt mal die Tür zu. So, jetzt hier aber ernsthaft. Jetzt red doch mal, Mensch. Nee, pass auf. Es hat sich in den letzten Monaten so entwickelt, dass das eingetreten ist, womit ich hätte rechnen können. Das hier wird nicht lange so weiterlaufen. Einfach, weil die meisten Spiele werden nur noch gedownloadet und dann zu Hause gespielt, VR oder so ein Scheiß, das läuft hier sub, sag ich mal, sub, optimal. Das heißt, ich mach den Laden dicht. Es tut mir stark weh im Herzen wie auch im Hoden. Ich glaube aber, das ist eine andere Sache, die ich mir irgendwo eingefangen habe. Irrelevant, pass auf. Es ist schade. Rider Rash oder was? Ja? Ich müsste mal zum Arzt gehen. Ja. So, was war hier? Hodentorsion? Nee, da waren wir ja gerade weg. Genau, was ich aber in Zukunft mache, ist, ich werde. Also, ich werde in der Wäscherei arbeiten. So ein winziges Geschäft. Und dann werde ich im Hinterzimmer für Leute, die auf ihrer Sinn gerne eine richtige Arbeit hätten, angemeldet hätten, werde ich da den nötigen Kram machen mit den Behörden und so einfach, weil ich ja hier gelernt habe, wen man schmieren muss, wer die Hand am wenigsten weit aufhält und wer das schnell macht und so weiter. Und da ich ja weiß, dass du früher ein Nagelstudio hättest, wenn du das möchtest, kann ich dir das als legales Ding hochziehen.
mit, sagen wir auch möglichst den Steuern so, dass es sich lohnt und so weiter. Du weißt, was ich meine. Moment, genau. Du hast doch gerade erst den Spielplatz an Horizon halb vertickert, dachte ich. Was? Nein, das ist bloß outgesourced, das der Kindergarten und ja. Das ist auch nicht an Horizon vertickert, nee. Auf gar keinen Fall. War das nicht Horizon? Ich dachte es. Ja, so, die machen da was, aber die machen da nichts. Das ist eine Publicity-Maßnahme. Die haben mehrere so Kindereinrichtungen und Schulen so gesponsert, aber ohne, dass du deren Scheiß nutzen musst und ohne, dass du dich irgendwo anmelden musst und so weiter, nur damit sie sagen können, hier, guck mal, wie geil wir sind, wir sponsern das. Verstehe schon. Ich hab aufgepasst. Noch keiner kam raus und sagte, jetzt ein Flückchen Club Mate. Und keiner hatte irgendwie einen Undercut und so oder so ein Piercing in nur einer Lippenseite. Das war alles noch safe. Wirklich. Okay. Genau. So, jetzt hier. Also, ich muss den Laden dicht machen und wenn du möchtest, mache ich dir dein Nagelgeschäft. Ich überleg mir das mal, du. Ich habe nämlich noch eine andere Geschäftsidee gehabt vor kurzem und eventuell werde ich dann mit einer anderen Geschäftspartnerin zugange gehen. Alles klar. Aber das ist voll nett, dass du an mich denkst. Dankeschön. Voll lieb. Wie habe ich mir das verdient? Na, ich biete das jedem an, der so aussieht, als hätte er vielleicht eine Sinn, die... Also, ne? Das ist ja das, womit ich in Zukunft mein Geld verdienen möchte. Ich möchte nicht wirklich Kleidung waschen. Das ist echt nicht mein Ziel. Also wenn ich mir eins im Leben nicht überlegt habe, dann später mal so dreckige Klamotten waschen. Das wäre cool. Verstehst du? Oh, mi Hanglo, you bring me food. Hä? Nicht so? Das auch nicht. Nee, ich wollte auch nicht servieren. So eine Fanta zwischen Kollegen, das ist echt das Einzige. Das ist das Höchste der Gefühle. Dann brauche ich gar nicht mal Chef zu nennen jetzt. Na, das kommt drauf an. Also das wird hier noch einen Monat, da wird aber ordentlich. Da könnte ich auch noch mal ein bisschen mehr Hilfe gebrauchen vielleicht. Weil ich hier noch ungefähr 30.000 Yen Verlust machen müsste. Naja gut, aber das kommen dann ein andermal. Das sind dann die Daten. Nee? Du sagst, ich mach. Mach mal. Das ist so schön, das habe ich hier so selten gehört, echt. Ich weiß, ich respektiere dich auch nicht. Aber es dreckige scheiß nette Menschen sind. Ja. Und so, wenn du in Zukunft jemanden kennen könntest, der vielleicht auch Lust hätte, der auch sowas brauchen könnte. Und das ist ein solider Typ, dann kannst du auch sagen, hier, ich kenne da jeden, der macht sowas, der hat ja das studiert, der weiß, wie es geht, Junge. Ne? Wie, was, du brauchst einen Muskel, sagst du? Nee, ich brauche jemanden, ich brauche Kunden halt dann später für sowas. Kunden für wie war's jetzt? Na, nennen wir es mal nicht Geldwäsche. Das klingt echt, ich wollte ja nicht waschen. Sondern einfach so, wenn jemand halt eine Sinn hat und da muss er ein legales Geschäft drauf laufen lassen, obwohl er damit nicht wirklich sein Geld verdient und bleibt, damit es ordentlich aussieht, dann mache ich denen die ganzen Bücher und den Legitimitätskram, Gewerbe anmelden, was auch immer da anfällt. Du, ja, vielleicht habe ich da jemanden. Ich könnte mal jemanden fragen, ob der sowas braucht. Also ich bin da für alles offen. Quasi. Hast du dem kleinen Hupfgedule, hast der das auch angeboten? Oder denkst du, die ist komplett weg vom Fenster? Ja, die ist ja auch noch eingeschrieben, ja, sag ich mal. Ja, müsste ich auch noch mal. Du siehst die vielleicht eher. pass auf, der wird es natürlich auch sagen, wenn die das irgendwie will. Ja, wer weiß. Und wir müssen ja eh noch mal dann vielleicht hier irgendwann eine Abschiedsparty feiern. Richtig dick. Aber das müsste ich mal noch gucken. Kommt Bier? Bitte? Ja, machst du Bier? Wie Bier? Na, Bier, klar. Ah ja, gut, dann ist immer da. Ja, für dich auch dann, also wenn, dann richtig mit Sektchen und Piccolo. Jetzt verwirrst du mich aber. Jo, ich geil. Weiß, ich kann nicht anders. komm mal von der Wand weg und dreh dich mal kurz um. Wieso? Ach nee, was hoch. Also, hier, so. Haben wir das auch geklärt? Ich meine ja nur. Und Med könnte vielleicht auch noch ein Plan sein, ja. Aha. Genau. Ich, das macht mich total kirre, wenn du an der Wand stehst. Du hast ja keine Pole hier, sonst würde ich ja dancen. Hättest du dir mal vorher einfallen lassen müssen, ne? Das kam echt zu spät. Jetzt, vielleicht im neuen Laden dann. Ich hätte einfach nicht zulassen dürfen, dass du von zu Hause arbeitest, dann hätte ich dich öfter gesehen und hätte da bestimmt dran gedacht. Oder ich hätte es irgendwann mal gesagt und dann hättest du dran gedacht. Genau. Ja. Und dafür habe ich jetzt herkommen müssen, jetzt mal ohne Witz, ey. Ja. Ich führe solche Gespräche nicht über Dings. Außerdem ist heute für dich ein Arbeitstag und du hast heute keine Arbeit. Ja. Also heißt es, ich kann deine Arbeitskraft in Anspruch nehmen. Kaugummi unterm Tisch wegkratzen.
bei dir? Das, also da wäre Bierfleck direkt unter der Hängematte. Oh, nee, wir haben gerade einen Matrix-Alarm hier. Ist so ein Pech, Mensch. Ja, ich verstehe. Ah, und den sehe ich gar nicht. Ich muss ja gar nicht mal wieder. Da poppt auf einmal ein Matrix-Alarm beim auf. Wenn ich dich nicht hätte, da kümmere dich mal lieber drum, kümmere dich mal lieber drum. Da gehe ich jetzt mal direkt nach und guck mal, was da wieder los ist hier. Wenn. Tschüss. Ja, warte, nochmal ganz kurz, bevor du guckst, so ein Alarm hat ja Zeit. Die Hacker lassen sich ja heute auch alle Zeit. Wenn du das, wenn du das Hupfdudel noch siehst vorher, kannst du gleich mal Bescheid geben, wie es halt läuft. Aha. Was? Jo. So. Ansonsten ruf ich die an, aber irgendwie habe ich neulich schon mal probiert und da meinte sie nur. Verstehst du? Was? Gehirntraffer? Ich glaub, die hat den Hals. Die hatte den Hals voll irgendwie. Ach, ein Halskatar. Ja. Mhm. Ja, die ist auch so anfällig. Die ist so anfällig. Ja, die ist ein Staubkorn. Wenn die Kinder sich immer so kalt anziehen. Ja, das bauchfrei, ne? Das bauchfrei, sage ich immer. Da geht's immer an die Nieren. Pelz tragen, weißt du? Oh nö, das ist, da sind sie schon wieder zu fein dafür, ne? Die wollen ja Haut zeigen sehen. Schlimm ist das. Selbst zusammennähen und sich wundern, wenn es kalt ist. Schlimm. Immer diese aufgerissenen Hosen, dann sitzt die auf ihrem kalten Hosenboden mit dem Skateboard und dann kriegt die mal Nierenentzündung. Ganz schön. Und dann scheuert bestimmt auch die selbst zusammengeflickte Unterwäsche immer und ich hab dann den Aus. So. Fluss und die Sauerei. Bis gleich. Drüber. Ich muss halt genau, weg. Genau. Tschüss. Spaß. Hau rein, Gandhi. Du musst selber rein. Ich bin Pazifist. Die Tür ist zu. Kann er noch weiter erzählen? Ja, hat ein offenbar sehr schönes Gespräch mit der Tür. Was er sich freut. Ja, gut, nee, dann Billy, keine Ahnung, wenn sie irgendwas zu tun hat im Playground jetzt gerade, macht sie natürlich. Ansonsten rappappeln dann zwei Nachrichten bei den anderen beiden ein, die sagen, Käffchen? Kommt eine Nachricht zurück, gerne. Wo? Da, wo guter Kaffee ist, nah am Playground, ein Laden, dessen Namen mir jetzt gerade einfällt, der nennt sich Weg und Heim. Von Jojo kommt nur eine Textnachricht zurück. Ich kann weder aufstehen noch laufen, wir müssen das verschieben. Ach, hey, ich bring Kaffee mit zu dir und Krapfen. Ich bin nicht zu Hause, kommt dann. Dann komm mir dahin, wo du bist. Kommt das so zurück? So ein Lachen kommt zurück, oder was? Nee. Sondern? Ich habe gerade ein SR5 gewürfelte Folge. Ich habe Jojo überzeugt, dass wir jetzt vorbeikommen. Sie meint, ich bin mal Alex. Komm mal halt dahin, was ist das Problem? Hm? Wir hätten noch einiges zu bereden, also von daher. Ja. Du musst ja nicht dich irgendwie sportlich aktiv aufs Bett trapezieren, einfach nur da liegen, ist genug. Gut. Wir kommen mit Kaffee vorbei und Krapfen und Genesungsunterhaltung machen wir mit dir. Schickst du uns alles mal die klar. Adresse durch, ansonsten müsste du ich... Du weißt doch, wo das ist. Ja gut, ich frage hier nur, ob das jetzt da ist, wo ich weiß, wo das ist. Aber nicht. Ich hol dich ab, Kabi, ich hol dich ab, Jubi. Du hast doch hier kein Audi. Das stimmt. Schick mich gerade mal Daten, ich hole dich ab und dann treffen wir uns bei... Ja, ich schick dich Daten, von wem ich wohne und so. Komisch. Ich möchte mir den Wurf für später aufheben, bitte. Nein, den werde ich jetzt direkt verwenden müssen, das. Wieso? Kriegst du übrigens auch ein Nachrichtentütchen vor Eingang? Jojo sagt Alex kurz Bescheid, so der überhaupt zu Hause ist. Gut. Sie schickt ihm trotzdem eine Nachricht, damit er sich nicht wundert. Das ist klug. Billy. Ja? Du fährst da jetzt zu Kaban und ja. Beginnst, das ist euer Weihnachtsgeschenk, wobei das der Ding auch nichts bringt, aber der geht mir wie immer am Arsch vorbei. Da ist ein kleiner Unfall auf der Nebenspur und zwar hat sich da jemand vermutlich in höchst angetrunkenem Zustand auf dem nicht besonders guten Belag in die Laterne leicht verkeilt mit dem Auto. Und da kommt so eine Frau, steht daneben und wettert mit der Polizei, die echt einfach da, naja. Und Moskaus Polizei halt, ne? Irgendwie kenne ich die vielleicht, weiß auch nicht so. Kurzes Nachdenkerchen bringt dich auf den Plan, das ist Eva Smolkov. Ihr sagt der Name nichts, das ist aber auch nicht schlimm. Ihr solltet ja im Dezember noch ein Auto crashen, ne?
Nein! Vielleicht hat sie das gerade selbst erledigt. Ich mach Bilder ganz schnell. Ich mach ganz viele Bilder. Und dann stelle ich mich halt nackt neben das Auto und mach ein Bild. Was machst du dann neben? Es sind 15 Grad unter Null. Ich hab einen Pelz an. Halbnackt im Pelz. Ah ja, ich bin doch immer halbnackt unterm Pelz. Während die Polizei noch daneben steht. Nein, natürlich, was ist das Problem? Oh, dann kannst du jetzt doch an der Stange tanzen. An meiner eigenen. Und an der Laterne. Da kannst du nicht tanzen, da kommst du gar nicht ran, weil das, was da ist, das ist kein Totalschaden, das ist ein totalitärer Schaden. Das ist echt vorbei mit dem Auto. Finde ich gut. Ja. Und der Frau geht's aber gut. Das ist scheiße. Das wollte ich schon sagen. Ich verklopp die Alte jetzt nochmal. Es ging eh noch ums Auto. Das ist ein kompletter Schaden jetzt. Also das Ding ist fertig. Also ich sag mal ja. Ein wirtschaftlicher Totalschaden. Der Mast ist fast im Fahrergehäuse. Alter. Was hat die da gemacht? Ich sag jetzt nicht Frauen am Steuer. Würdest du nie. Nein. Ja. Das Auto war nicht Wi-Fi-fähig und offenbar waren die Sensoren auch nicht auf dem neuesten Stand. Das war, also, weißt du, die ist quasi normal gefahren. Das kennt ja keiner mehr. Außerdem fahren Russen gern auch betrunken, Moskauer auch. Und da ist dann vielleicht was los gewesen. Nur weil du einmal eine Dokumentation gesehen hast, ne? Also. Ja, ich habe einmal. Ich habe mich als Spielleiter weiter. Könnt ihr aufhören, hier zu rülpsen? Moment, das erste Mal war Dillinger, das zweite Mal war Flummi. Jetzt nicht, dass es jemand heißt, ich hätte gerülpst. Du bist ja ein vernünftiger. Es ist echt so schlimm, wie wir jetzt einfach nur alle. Nein! Wir waren doch mal so niveauvoll. Ja, Mann! So geil. Hier, warte. Niveau ist nicht diese Creme. Ich dachte, das ist die Creme, die Gandhi sich aus seinem Ausschlag schmiert. War das du, ich komme jetzt bei Kaban an, oder war das Ja, bitte. Bevor es zu spät ist. Billys Bumsbulli fährt bei dir auf der Straße, es hupt einmal. Ja, yep. Und als du die Türe des Fahrerhauses öffnest, sitzt sie da, Tränen überströmt, lachend. Was ist los? Nix. Dieses Leben ist. Nix ist falsch, also irgendwas ist da. Es ist doch gerade was Witziges passiert und ich zeige ihm das Bild von mir und dem Auto Totalschaden. Du weißt schon, dass da noch Polizei auf der Seite steht. Auf welcher Seite? Ja, hinter dem Auto, guck mal genau hin. Ja und? Du hast. Was ist denn das Problem? Nö, die haben sich mit Sicherheit nur gefreut. Das ist die Moskauer Polizei, natürlich freuen die sich, die haben ja nichts Besseres zu tun. Stimmt. Chief Wiggum ist besser ansässig in der Polizeiszene als die Polizei in Russland, Alter. Schön. Ah, das war jetzt sehr schön. Polizei in Russland ist ein eigenes Syndikat. Oder so. Das größte in Moskau halten. Und warum freust du dich da so drüber? Dass du da tanzt? Wir hatten noch jemandem Gefallen zu tun, das Auto von der Alten zu schrotten und durch Zufall, weil ich dich abhole, treffe ich die auf dem Weg. Ah, und dann hat ihr Auto selbst geschrottet, dann hat die uns gerade mal voll okay. Die Arbeit gespart. Okay, das Life ist allerdings wirklich witzig. Ja, dann schickst du zum Johnson und dann soll er froh sein, würde ich sagen. Ja, ich werde es auch gleich tun, aber wir müssen jetzt erstmal, vielleicht fahren wir erstmal noch Krapfen holen und dann, Käffchen und dann fahren wir zu Jöjö. Ausgezeichnet. Und wie geht's dir, alte Schabracke? Ja, ne? Ganz gut eigentlich. Hast dich gut abgeholt. Ja, ne? Das ist, alles erstmal verdauen hier. Das ist schrecklich. Wir müssen noch einiges tun, würde ich sagen. Ja, schauen wir mal. Was noch kommt. Jo. Jetzt müssen wir erstmal hören, wenn wir jetzt bei Jojo sind, wie ihr es geht, weil die hat's ja. Richtig. Die hat sich ja gut zerlegt. Ja, das Problem mit den Magiern, wenn die da übertreiben, dann ist schnell Ende im Gelände. Dass du die immer noch Magier nennst. Das. Nicht so. Weiter geht's. Wir fahren da jetzt hin. Was soll das denn sonst sein? Was? Ja, ist doch Magierin. Ja. Siehst du? Ja. Die ist magisch. Brumm. Wie soll man die denn sonst nennen? Selbstmordkugel?
Ja, ich glaube, das ist gar nicht so schlecht. Selbstmordkugel gefällt mir. Selbstmordfunzel. Funzel, Funzel, das Wort hat mir gefehlt. Sie ist eine Funzel. Deswegen sind sie so klein, das sind die Kamikaze-Gene. Ja, Kennt ihr das? Suicide Sorcerer. Kennt ihr das Boah. Schön. Strichmännchen, Strichmännchen, Küken, was dann unten drunter steht, kann Karate. Das ist Jojo. Dann sollen wir irgendwas anderes noch holen, wenn wir zum Weg sind, oder langt das? Was für einen Schuss reinmachen in ihren Kaffee? Nee, ich glaube, wir bleiben erstmal beim Kaffee und kratzen irgendwas, womit sie wieder gesund wird. Ach, der Herr ist so Schmerzmittel vielleicht. vernünftig. Ja, Schmerzmittel haben wir im Auto. Das gute Zeug. Auch wenn sie das aus dem Leben nebelt. Halbwegs. Naja, sollte man vielleicht nicht ihr geben. Richtig. Jo. Juti, dann mal los hier. Ja, wir stellen das Auto dann so ab, dass es da bei den Falcons, die kennen mich doch, oder? So ein paar jedenfalls. Kenne ich die Person, die gerade da ist? Siehst keine. Ich sehe Siehst nicht mal keine. Motorräder, also. Oh, scheiße. Aber das ist, ich meine, die haben ja relativ viel Land für relativ wenig Leute. Die treiben sich schon irgendwo rum. Oder Jojo hat sie vertrieben durch ihren Gesprächsbedarf. Ja, im Moment hat die keinen besonders großen Gesprächsbedarf, davon mal abgesehen. Sollte irgendwie noch jemand vor der Wohnung stehen, hat sie noch Bescheid gesagt. Na gut. Keiner, der uns abfängt jetzt. Gut, dann gehen wir hoch, würde ich sagen. Wurscht. Klopf, klopf. Bist du sicher, dass die da ist? Keine Ahnung. Ach Klopf, so, klopf. verdammt. Kann Jojo die Tür per Fernsteuerung öffnen? Nee. Scheiße. Bist du Blöde. ist die abgeschlossen? Na, von außen schon. Also nicht abgeschlossen, aber du müsstest schon so eine Klinke, verstehst du? Benutzt eine Haushaltsdrohne, los! Da ist keine. Hm. Irgendwann ruft es aus der Wohnung, Moment. Und dann hustet es ganz fürchterlich. Ja? Der Spieler, der gönnt dir aber auch gar nichts, Alter. Haushaltsdrohne, siehst du dich noch? Meiner. Hätte sie Ja, ja mal sein können, dass er eine bastelt. es dauert eine ganze Weile, aber irgendwann öffnet sich dann die Tür. Mädchen, du siehst scheiße aus. Das sagen Aber wir hi. irgendwie Das höre immer ich zu öfter. ihr. Ja. Huhu. Schwester Lisa Kaffee? und Schwester Edeltraut sind zur Nachuntersuchung da. Machen Sie sich mal unten rum frei, bitte. Fick dich. Leg dich wieder hin oder sollen wir dich stützen? Komm, lass dich mal stützen hier, vorsichtig. Ja, wir stützen sie und bringen sie zurück ins Bett. Hallo. Was ist denn mit dem Spielleiter los? Keine Was soll ich Ahnung. denn sagen? Du. Ja, bitte. Bist du bescheuert? Es ist angebracht gerade. Ja, so Das ist ungefähr. eine weite Strecke. Wir Ein hieven dich Traum. ins Bett. 4 Stunden später. Ja. Der Kaffee ist kalt. Na toll. Thermoskanne. Ach so, die Wohnung. Muss ich dir jetzt beschreiben oder will der Nee, Spielleiter das tun? oder? Oder ist das gar nicht nötig? Gut angesifft. Ende. Wenig Komfort, aber mehr als ein Loch im Boden zum Kacken. Das ist doch was. Und Halt, es gibt eine Sache, die wurde an dieser Wohnung gemacht. Und zwar, die Klobrille ist natürlich so mit einer Feder gespannt, dass, ne, die schnappt immer nach oben quasi und man muss sich draufsetzen, damit sie unten bleibt. Sehr schön. Das lob ich mir. Sehr gut. Es war Alex Weihnachtsgeschenk. Wird Alex We nee, war Alex Weihnachtsgeschenk zum letzten Jahr. Hast du gut gemacht. Nö, okay. Bett. Ja, geh mal. Wir kommen Nee, und wir sind setzen. ja schon im Bett, Achso, also wir, die. nee, du bist im Bett und wir sitzen außen rum. Ja. Richtig. So. Krankenbesuche sind immer so lästig. Käffchen? Keine Ahnung. Probier es, ob es gut ist, wirst du dann merken. Wir haben aber auch Früchtetee dabei. Ugh. Lecker Hagebutte. Was? Hagebutte, sehr lecker. Nee, das Hagebutte ist musstest du super. immer trinken. Hagebutte gibt dicke Dutte. Nein? Richtig. Gut, Möchte nicht. wie geht's dir? Wie sehe ich denn aus?
Scheiße, das aber das ist, Danke. ist ja Normalzustand mittlerweile bei dir. Wie lange Billy, brauchst du noch? Wieder, ja? haust du mal eine rein von mir, bitte? Ich gebe ihm eine Flatsche von hinten auf den Hinterkopf, was er wahrscheinlich eh nicht so richtig merkt und eher Deine lustig Hand tut findet. weh. Ernsthaft? Mach doch noch mal ein bisschen doller. Warte Billy, mal. nimmst du meinen Joystick dafür, Ja, bitte? bitte. Gib mir mal den Joystick. Der liegt da hinten. Und dann halt mit dem Joystick, aber nicht zum Das Verletzen. würde ich sogar dann aufhalten, quasi mit der Hand so. Klock. Pussy, Entschuldigung. Du bist zu langsam. Das würde ich jetzt eigentlich fast glatt drauf anlegen, ey. Irgendwie bricht hier so ein Penisvergleich zwischen ihm und mir an mehr und mehr. Ist ja jetzt auch egal. Ich schenke dir Tee ein, gebe dir einen Krapfen. Wie lange bleibst du jetzt hier noch so rumdorkeln? Das könntest du Weiß sogar nicht. schaffen. Keine Ahnung, gib mir mal noch ein paar Tage. Hast du schon irgendwas Tolles gehört? Okay. Bis jetzt noch nicht, aber das heißt auch nichts. Das dauert ja noch eine Weile. Sollen wir uns mal auf die Suche nach Matrioschka machen? Hä? Nein, warte mal mit hier. Warte mal. Das ist so eine Suche im. Warte mal, wie war das? Nadel im Heuhaufen, genau, das habe ich gesucht. Nicht unbedingt. So richtig. Na, die wird wahrscheinlich auch erstmal eine Weile warten, bis da Gras über die Sache gewachsen ist, aber. Ja, das denke Die ich hat mir aber auch. Angestellte, oder? Aber die wissen doch nicht, wo die ist. Das muss ich doch Vielleicht wissen. kannst du das Geld verfolgen, aber das ist kompliziert, denke ich. Also ehrlich gesagt, würde ich viel machen, aber garantiert alles dafür tun, dass Billy nicht anfängt, sich in Bankgeschäfte einzumischen. Ja, das manche. Also, Arsch runter sitzen und warten. Naja, ich denke mal, die Jungs wissen schon, was sie machen. Meinst du? Ich weiß es. Ja, nicht, dass dass wir nachher nur noch die Leichen finden. Wir wollen ja uns vorher noch ein bisschen mit denen unterhalten, denke ich. Hä? Wieso Büschen. Leichen? Naja, wenn deine Jungs die finden. Ach, das geht schon. Die wissen noch, dass da, die wissen doch, dass da noch ein paar Außenstellen sind und dass da noch ein bisschen was aussteht. Okay. Die sollten ja ohnehin erstmal sich mainly um Gunfist, Gunfist oder? kümmern, ja. Ja. Deswegen ja. Was machen wir mit den Daten? Mit welchen Daten? Mit den Daten. Ach so. Ich habe sämtliche Daten aus der Anlage gezogen. Okay. Letztes Mal wollte ich ihn, hat der Kaba noch gefragt, was da auf dem Comic ist. Ja. Ja, das ist überhaupt kein Problem. Bei auf dem von Frohsänger ist ein bisschen mehr drauf. Und zwar zum Teil auch so Zahlungswege über den russischen Wohlstandsfonds, wo da er am Ende anscheinend Empfänger war und noch ein paar Nachrichten zwischen ihm und Vömmelge. Übrigens, Vömmelge, wenn man da alle Buchstaben nimmt von Jens Vömmelge, kann man wunderbar Josef Mengele auch buchstabieren, aber oh, egal. Auf jeden Fall, und dann noch ein paar Nachrichten zwischen ihm und den Human Nations und den 88 Soldiers, also Nazis und dem Was, der Human Arbeiter-Samariter-Bund. Nation? Ja. Zeichige kleine Wichser. Bin ich jetzt eigentlich der Einzige, der es schade findet, dass unser Spielleiter unserem Zuhörer nicht zutraut, dass es schon selbst draufgekommen sind mit Flömmige und Mängel und so? Ja, ich finde, ich wollte nur noch mal auf Nummer sicher gehen. Ich wäre nicht drauf gekommen. Ich bin für sowas viel zu blöd. Man muss auch die Blöden schützen. Bist kein guter Nazi, so. Nee, das ist. Das, Weißt du, ich habe mich im Rahmen meiner Möglichkeiten bemüht, aber. Ich Moment, habe leider Zuhörer keine. als Ich habe. Unterrasse zu bedingsen und ihnen das nicht zuzutrauen, ich finde das schon. Also jetzt mal, Moment. Du kannst Ich mir habe ja jetzt. viel. Ich habe jetzt leider kein Soundboard mit einem Applaus für dich. Ich gebe ihn mir selbst. Hast Danke. dich gut rausgeredet. Also, wir haben einen Wohlstandsfonds jetzt. Der russische Wohlstandsfonds, willst du Aha. dazu noch mehr wissen oder Och, nicht warum so? nicht, ja? Wenn ich jetzt schon die Daten mal endlich bekommen habe nach einer Woche. Nee, 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 Ja, nee. nee, meh, meh.
Ich watt hier und nix kommt. Im Forum schreiben sie nur Rotz die ganze Zeit und die wichtigen Wach, Sachen. Das ist ein von Russland dem Staat bezuschusster Beteiligungsfonds für diverse Unternehmen, die aufgekauft werden, um sie vor der Pleite zu bewahren. Quasi eine Art Rettungsschirm. Und dann machen sie noch parallel so ein paar Investitionsgeschäfte, um das zu refinanzieren alles. Und unterstützt wird das zum Teil auch von Rabutnik. Das heißt allerdings nichts. Wenn du wissen willst, wo genau das Geld herkam für genau den Typen, es wurde ja letztlich nur dadurch geleitet, müsstest du dort mal irgendwie genauer gucken in deren Datenbanken. Vom russischen Wohlstandsfonds. Ja, das könnte man ja mal machen hier. Russischer Wohlstandsfonds. Da könnte ich mich ja mal drum kümmern. Bist du dir sicher? Das ist eine staatliche Angelegenheit. Okay, ja gut. Das macht es eigentlich leichter. Ich wollte gerade sagen, das dürfte jetzt aber auch nicht so die Hardcore-Nummer sein. Ja, geht. Also ich meine, um Geschäfte aufzukaufen, braucht sie immer doch ein bisschen mehr Geld. Da müssen sie schon ein bisschen gucken, dass es damit kein Schindluder getrieben wird. Theoretisch. Also nicht außer dem beabsichtigten Schindluder natürlich. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist nämlich das ganze Schindluder, was sie betreiben, oder ne? Ein bisschen paradox. Hallo, die bewahren gerade russische Qualitätsunternehmen, auch die kleiner sind davor, in den Strom der Riesenkonzerne unterzugehen quasi. Das sind echt nette Typen. Die würden vielleicht auch dein Geschäft vor der Pleite bewahren, wenn du das... Mein Geschäft? Ne? Du hast mich noch gar nicht gefragt, naja, was ich für eine andere Geschäftsidee noch hatte. Was hast du für eine andere Geschäftsidee? Ich wollte eigentlich einen Domina-Salon quasi aufziehen. Bei Walli im Schuppen. Na Moment. Domina heißt nicht sexuelle Interaktion. Das weiß ich doch. Es kommt drauf an, wie du sexuelle Interaktion irgendwie definierst. Ja gut, die könnte ja einen abscherbeln. Aber, aber nur, wenn du es ihnen erlaubst. Richtig, genau, wenn sie gute Sklaven waren. Sie dürfen sich ihn abscherbeln, manchmal. Manchmal. Aber nur manchmal. Aber auf jeden Fall haben sie ein bisschen Haue verdient. Wow. Ich mache ja schlechte Worte. Du wolltest Wortspiele, doch, gehört. Du hast gesagt, Gesang möchtest du haben heute. Also machen wir dir Gesang und dann ist es ja auch wieder nicht recht, ey. Ja, ich habe mich doch gerade gefreut, dass das so klinge ich, wenn ich orgasmiere. Hallo? Orgasmiere? Bist du aus Oggersheim? Oh Gott. So, Ja. Genau. Ja. Ihr wart gerade bei irgendwo hinten links, glaube ich. Ja, wir waren beim russischen Wohlstand, Fonds. Da wolltest du uns noch nähere Informationen zu geben. Ja. Das waren die näheren Informationen. Gut, dann wolltest du uns noch nähere Informationen zu den anderen Nachrichten und so weiter geben. Genau. Also das zwischen Förmige und Frohsänger ist im Wesentlichen nicht so krass. Das ist halt so ganz kurze, mehr oder weniger schlecht verschlüsselte Nachrichten, die dann auch relativ zeitig aufhören, so 3-4 Monate, wo sie dann offenbar in den richtigen Schuppen eingezogen sind, na, sagen wir mal 5 Monate her, wo ihr sie letztlich auch gefunden habt, dann zwischen den Human Nations der Gang und den LCA Soldiers, also dieser kleinen Gang-Crew da, das bezieht sich wohl hauptsächlich darauf, wie sie ihr Metamenschen-Material für die Experimente bekommen, anscheinend durch die. Und natürlich haben sie ab und zu da wohl auch, habt ihr ja gesehen, ganz wenige Goons gehabt, die da aufpassen. Dass da halt das halt da geregelt ist, dass sie da hinkommen und dass sie kurz mal bezahlt werden, obwohl natürlich die Bezahlung relativ gering war für die, um dort aufzupassen. Und mit einem Arbeiter-Samariter-Bund. Ernsthaft? Ja. Nicht? Da gab's kaum Konversation, die Sinn macht in dem Zusammenhang. Da ging es um irgendwelche. Sonst? Bitte? Ja, erzähl weiter. Ich wollte dir gerade fragen, was denn sonst so da ist. Na, da geht's hauptsächlich darum, der Arbeiter-Samariter-Bund, das ist ja letztlich so eine Art soziale Vereinigung, die auch staatlich so, sagen wir mal, halb bezuschusst wird, die dann quasi irgendwie so Kitas und Schulen in privater Trägerschaft haben, die Fütterungsheime für Obdachlose haben, Obdachlosen Nachtstätten und sowas. Und da bezieht sich es wirklich immer so auf Fragen wie, wo läuft das Geld bei Ihnen hin, wenn ich da bei Ihnen investiere, was ist da und bla und wie arbeiten Sie und kann ich mal vorbeikommen, mich vorstellen, bla bla bla. Bla.
Also da hat sich Frohsinger ausgegeben als quasi sozialer Investor, der da einfach mal ein bisschen helfen will bei der tollen Arbeit, die sie leisten. Also sprich, hatte da Menschenmaterial gesucht, vermutlich. Wer weiß, wer weiß. Vielleicht war er auch wirklich sozial. Ist nicht immer alles schwarz und weiß. Also, zieht weiße Kreise hier. Ist doch so. Ja. Und die Daten von den ganz, die Daten, die ich gezogen habe von den ganzen Einrichtungsgegenständen, die da vor Ort waren, sprich, die ganzen Materialien und so. Ja, das wirst du einfach nicht verstehen. Das Was würde da, ich also da aber das. mal, würde ich, warte mal, bevor du jetzt mich da umhaust, vorschlagen. Also die Konversation, die wir jetzt führen, ist ja quasi ein Brainstorm zwischen Jojo, auch wenn es nichts sagt, Kaban und hier, wie heißt sie, Billy. Und der Gedanke war, was denn? Entschuldigung. Ich Und hab halt Billy. Ips. Ips, Mann, Ips schlägt voll ein. So, auf jeden Fall, die Idee wäre halt auch mal die Daten dann zum Dockes zu bringen und den zu fragen, was er da draus machen kann, weil ich weiß jetzt nicht Ich. genau, ob wir die Dinger verkaufen können, ob wir sie online stellen oder ob wir sie einfach vernichten werden. Ehrlich Weil. gesagt, habe ich nicht so viel Bock darauf, dass irgendwie irgendwer anders der Meinung ist, diese Forschung weiterführen zu wollen. Ja, wenn die anonymisiert sind, also sprich nichts auf uns verweisen würde, würde ich sie vielleicht durchaus verkaufen lassen, aber das würde ich erstmal durch eine Art checken lassen, was das überhaupt ist, also und wie gefährlich das ist, Das das zu verkaufen. Ding ist halt, wenn man sich mal überlegt, dass Rabutnik da die ganz klar die Hände im Spiel hat, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, Spieler, du kannst mich natürlich gerne wieder verbessern, aber Rabutnik ist ja dann ganz groß mit in den Zahlen mit drin, ne? Und auch das Militär hatte da was mit zu tun. Und angeblich gab es damals ja gar keine militärischen Rabutnik-Zusammenarbeitsgeschichten. Würde ich mir aber überlegen, ob das so klug ist, das jetzt alles rauszugeben, weil es dann sein kann, dass das Militär anfängt rumzuzicken. Das ist genau der richtige Ausdruck für das, was sie tun würden. Sie kämen vorbei. Ey, Rumzuzicken. das finde ich überhaupt nicht okay, ja? Wir haben uns immer total gut verstanden. Bzzz. Hissi fit geschoben, Alter. Auf jeden Fall. Wie kannst du nur? Es geht nicht mehr. Es geht nicht. Es geht nicht mehr. Es ist einfach kompliziert. Ich habe schon den Beziehungsstatus geändert. Beziehungsstatus kompliziert. Gibt's das als Auswahlmöglichkeit? Ja, gibt's. Ich glaube Cool. schon. Ja, kompliziert gibt's tatsächlich. Ja, wenn es halt kompliziert ist, wie willst du es denn sonst nennen? Ja oder nein? Du willst deinen Beziehungsstatus ja oder nein nennen? Punkt. Ja, vorhanden oder nicht vorhanden halt. Was willst du denn machen, wenn du drei Beziehungen hast, aber drei davon nicht wissen, dass es drei andere gibt? Du Ich finde es kannst ja ja nur nur mit okay, einer alle in Beziehungen. Beziehung sein, Aber ich glaube finde es ich. nicht okay, irgendwie alle Beziehungen über einen Kamm zu scheren, ja? Es gibt ja Friends with Benefits und dann gibt es vielleicht auch Das ist deepere ja auch keine Beziehungen. Beziehung. Kommt wieder darauf an, wie du Beziehungen definierst. Dann ist Richtig. es eine freundschaftliche Beziehung. Mit Vorzügen. Wollen wir jetzt hier wirklich bei den White Russians jetzt anfangen, uns über Beziehungen zu unterhalten? Nein, Über nicht wirklich. Ich Großgedanke. finde es schön. Ich nicht. Dann kauf dir eine Bravo und diskutier das mit dir selbst aus. Ja, Dr. Sommer antwortet mir nicht mehr. Ja, weil du den immer gehissifittet hast. Ich hatte Das ist mal bei der richtig. Bundeswehr einen Vorgesetzten, Dr. Sommer. Das war sehr witzig. Warst du in einer Beziehung mit dem? Nee, aber. Was zum Dr. Sommer-Team? Theoretisch. Das erste Mal, wo ich seinen Namen gelesen habe, war auf der Poststelle und der Poststellensoldat hat mir gegeben: Hier, gib das mal nach oben. Kurz drauf, willst du mich verarschen? Und in dem Moment stand der Typ hinter mir. Das war halt doch doof für mich. Du hast echt ein Talent, oder? Aber bleiben wir beim Suboptimal. Thema. Suboptimal. Aber, ne, an dieser Stelle schönen Grüße an den Oberstleutnant Dr. Sommer. Der uns garantiert auch hört. Mit Sicherheit, der war cool. Grüße! War das jetzt bewusst so gegen Entschuldigung, na klar. So, Jojos letzte Ausführung war, dass das Militär dann rumzickt. Vielleicht. Ja, durchaus. Könnte schon sein. Du hattest doch Verbindung zu dem Dienst da hinten, richtig? Ja, hattest du. Du kamst auch noch mit dem Hä, Kl ich hab Nein, nicht du. Verbindung. Ach so. Das andere Ich. Mädchen. Ja, genau. Deswegen habe ich sie auch angeguckt. Ja, hat er.
Mit seinem Silberblick. Er steht halt immer noch auf dich. Vielleicht sind die auch einfach interessiert, das zu kaufen. Also du kommst da mit denen vielleicht noch klar? Jojo, das ist nur die Neugier. Das kann sein. Vielleicht sollten wir ihn einfach mal, wer weiß, vielleicht habt ihr ja schon mal gevögelt, als wir so besoffen waren. Ich meine, da war ja, also, ich weiß von dem Abend nicht mehr so viel. Woher willst du das denn wissen? Wie viel weißt du denn noch von dem Abend? Dann hätte er jetzt so auch viel auf jeden Fall. Das weiß ich nicht so genau. Vielleicht tauchen ja irgendwann Videos auf. Wessen? Deins. Meins? Ja. Das Wessen ist halt so schön, gell? Guso hat dir verlinkt ein Video. Na, danke. Pass auf, und zwar ihr drei. Noch gut bekleidet. Also ich war zwar warm, aber war noch alles im Rahmen. Wie ihr zusammen tanzt, und zwar Macarena. Und zwar schon sehr betrunken, aber richtig gut. Ich meine, ihr könnt euch gar nicht entsinnen, also hoffe ich, diesen Tanz zu kennen, aber da hattet ihr es echt drauf. Im Takt betrunken. Wirklich schön gleichmäßig und also wirklich mit Drehung, Hüftschwung, alles dabei. Wir waren nicht betrunken. Ich konnte noch nie so gut mit den Hüften wackeln. Ich wusste gar nicht, Alter, dass du Hüften hast. Ey. kann sich irgendjemand an diese Szene erinnern? Nee. Jetzt schon. Jetzt schon. Aber nein. Okay. Das ist doch gefällt. Das gefällt mir wirklich gut. Ich werde mir das einrahmen und an die Wand hängen. Animiertes GIF, ja? Hä? Es ist kein Bild, das ist Macarena Video, dachte ich doch. Habe ich das jetzt falsch verstanden? Ja, aber Jojo rahmt sich auch Videos ein. Okay. Ach stimmt, dein Video. Okay, du hast recht. Brauchst du noch mehr Schmerzmittel? Nee. Ich habe übrigens noch eine gute Nachricht für dich und mich. Was denn? Ich zeig Jojo das Bild von dem Unfallswagen und von der Eva bla bla bla. nicht lachen. Soll ich unserem Elfelein da gleich mal das Bild schicken, oder? Wäre vielleicht hilfreich. Nee, das kommt drauf an. Es kann auch gut sein, dass der jetzt sagt, wir müssen das andere, was er sich jetzt anschließend kauft, müssen wir auch abfacken. Fucken. Na was, woher soll ich da wissen, dass ihr da nicht schuld seid? Na, Moment, achso, das war jetzt genau in dem Zeitrahmen, ne, Spielleiter? Ist es Dezember? Ja. Hat gesagt im Dezember. Ich schick ihm das Bild. Die Antwort lautet, gute Arbeit. High Five über Entfernung, bitte nicht anfassen. Ich möchte dich nicht anfassen momentan, Jojo. Du bist zu zerbrechlich gerade. Also war so, vielleicht hast du noch nie Geld verdient wahrscheinlich. Jetzt habe ich nicht zerbrechlich verstanden und nicht, was Kaban gesagt hat. Ich habe gesagt, so einfach hat man wahrscheinlich noch nie Geld verdient. Wir haben kein Geld verdient dadurch. Ja, wie auch immer. Die Details gehen mir nichts an. Jo. Das ist richtig. Achso, ja, Daten, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ehrlich gesagt weiß ich auch nicht so genau, wer was mit diesen Daten anfangen kann. Theoretisch fallen mir da genug ein, aber ich habe ehrlich gesagt ein bisschen Angst, dass dann irgendwer mit diesem Shit weitermacht. Ich muss erstmal dieses scheiß Datenschloss wegkriegen oder die Infos wenigstens darunter oder wie auch immer. Deswegen gehen wir zum Doc, sobald es dir besser geht. Oder bei welchem Doc bist du jetzt gewesen eigentlich? Keine Ahnung, es war wohl irgendeiner hier, ich weiß es nicht genau, ich war nicht wach. Wenn ich dich jetzt zum Ivanovic schlepp als nächstes, dann haut er mir wieder die Fresse nach hinten, dass ich dich wieder nicht zum guten Doc gebracht habe. Nee, ich glaube, das war schon ein richtiger Arzt, der da war, sogar mal ausnahmsweise. Er hat sie vaginal vor allem untersucht. Jojo, dem Pender ist dir das egal. Deswegen gibt es hier neue Videos bald von Jojo Page. Aber. Stadtrundfahrt. Doktorspiele. Aber Kaban, dem geht's eigentlich ganz gut wieder. Der muss jetzt, glaube ich, nur seinen Standort verlagern. Wäre ratsam, ja. Aber dann geht das wieder jetzt. Ja, weiß nicht. Ich würde mal vorschlagen, wir fahren die Tage mal mit dir zum Dockes und ich würde mal jemanden von meinen Leuten anschreiben, wegen den ganzen Daten, Informationen, Background einholen, was die dazu sagen.
Weil der Informationsdienst vom russischen Militär möchte daran vielleicht Nutzen ziehen. Das wäre jetzt vielleicht noch die Idee. Und da ich dann Securelink zu hab, könnte ich mir vorstellen, dass ich besseren Ausschau darauf habe, wie wir die Daten zu handhaben haben. Wäre vielleicht ganz gut. Klingt da schon mal nicht schlecht. Die Idee von Kaban war nämlich wirklich nicht schlecht, da anzuklopfen. Ja, man hat mir gesagt, wenn ich euch cache, quasi kann ich halt eventuell was über meine Vergangenheit rausfinden. Weil ihr eventuell was damit zu tun habt, beziehungsweise weil ihr da eventuell näher dran seid. Genau. Dafür müsstest du mir ein bisschen genauer erzählen, worum es geht. Dann kann ich dir sagen, ob ich dir was dazu sagen kann. Oh Gott. Sagt euch die Piatjas so viel Scheiß. Wer? Was? Wie? Gesundheit? Piatjas Stolbetz. Nee, nie gehört. Fünfte Kolonne, quasi. Ich habe nie irgendwas mit Militär zu tun gehabt. Du? Irgendwie? Na, ich bin mir jetzt nicht so ganz sicher. Militär, ja, könnte ich schon was drüber wissen. Ja, das sagt dir das, was ich da gerade gesagt habe. Nee, dem Düst sagt das nix. Ach so, das ja, habe ich natürlich verstanden. Da das ja nicht direkt das offizielle russische Militär ist, nö. Selbst mit Militärwissen Crew kann ich nichts anfangen da, ne? Nee. Computer sagt nein. Computer sagt nein. Shit. Keine Ahnung, erzähl mal, wann, von welcher Zeit reden wir eigentlich? Die sind anscheinend immer noch aktiv. Na, pass auf, wenn du hast mir jetzt einen Namen gesagt, aber ich kann mit dem Namen selber erstmal nichts anfangen. Es kann sein, dass ich vielleicht entweder einen anderen Namen kenne oder vielleicht weiß ich nicht, wie alt ist denn die Person überhaupt? Das ist, das ist eine Organisation. Oh, gut, dann nö. Also es ist, soweit ich weiß auch nicht sehr viel, das ist das Problem. Sind das Mitglieder einer Vereinigung, die halt als Söldner aktiv sind oder halt in Söldner-Trupps unterwegs sind und die machen dann halt, also meine Eltern haben sie zum Beispiel einfach kaltblütig umgebracht. Mal ganz blöd, wie was wollte ich sagen? Die Alte ist doch rattig! Nee. Genau. Das ist ja irgendwie passiert oder wie auch immer. Weißt du irgendwas darüber, wie lange es die schon gibt? Nein. Gar nicht. Also mindestens 9 Jahre, weil da haben sie meine Eltern umgelegt. Vor 9 Jahren. Gib mir nochmal den Namen, bitte. Wo? In unserem Heimatdorf. Wo ist das? Jakutische Grenze. Ich habe jetzt keinen Namen im Kopf. Gruppe. Da unten steht's. Pjaja Stolbets. Pjaja. Genau, jetzt weiß ich auch, was ich vorhin von dir wollte. Wie kamen die eigentlich darauf, dass wir was darüber wissen? Das sagte wohl Matrioschka quasi. Dann hat sie gelogen. Das, weil ihr vom Militär seid oder ne, vom. Dann hat sie gelogen. Ich habe nie mit ihr gesprochen, also das hat mein Kontakt hat das quasi so klar gemacht, dass ich halt mit euch fahren kann. Eine kurze Strecke und euch dann befragen kann darüber. Wenn Matrioschka das behauptet hat, dann hat sie gelogen, das kann sie nicht wissen. Gut. Der Einzige, der sowas sagen könnte, ist jemand, der mehr über mein Leben weiß als ich. Da gibt's ein paar, aber ja, was zur nächsten Frage führt, was wissen die beiden ehemaligen Doktoren denn von euch? Alles. Keine Ahnung. Das wissen wir leider nicht so genau. Wir hätten mal fragen sollen.
Also von mir wissen Sie wahrscheinlich das, was irgendwie in den Konzerndatenbanken gespeichert ist. Wussten die denn damals schon, dass du magisch aktiv unterwegs bist? Das wussten noch nicht mal deine biologischen Erzeuger, oder? Das, ich Wollten die dich bezweifle, nicht dass ich mal... damals magisch aktiv war. Das hat hier angefangen. Da wusste ich da bis vor einem Dreivierteljahr selbst noch nichts von. Nimm War das ja, bitte. nicht, hat der Typ das nicht gesagt, dass er irgendwelche Magier erschaffen wollte? Ja, und? Er wollte sie ja erschaffen. Er wollte sie ja nicht irgendwie. Also, so wie er auf dich reagiert hat, bist du die also Verkörperung von all dem, was er hier erreichen wollte. Also vielleicht hat er was mit dir gemacht, keine Ahnung. Pass auf. Ich war bis zu meinem 13. Lebensjahr bei meiner Family. Und bis dahin, die hätten es niemals zugelassen, dass so etwas passt, dass da irgendwer irgendwelche komischen experimentellen Dinge da macht. Das geht nicht. Vor allen Dingen welche mit ungewissem Ausgang. Die sind zwar arschig, aber entweder nicht so arschig oder zumindest irgendwie zu, weiß ich nicht, das passt nicht ins Familienbild. Und danach war ich höchstens mal kurz, aber auch da. Also es gibt keine Episoden, die irgendwie keine längeren Episoden in meinem Leben, an die ich mich nicht erinnern würde. Insofern kann ich mir nicht vorstellen, wann das denn überhaupt passiert sein soll. Okay, keine Ahnung. Und ich weiß, wann sie mir das scheiß Datenschloss eingebaut haben. Also insofern. Jojo, mach mal bitte Gedächtnisdings da. Reihenfolge. Also, ja, ich meine, die Zeiten der Special-Schule da, die war es natürlich schon manchmal lückenhaft, sag ich mal. Also war jetzt nicht Du hast jeder. mir gesagt, die sei nicht lückenhaft. Du weißt zumindest nicht mehr, was bei den einzelnen Therapiesitzungen genau war. Du kannst dich einfach nicht mehr dran erinnern. Vielleicht waren die einfach so langweilig, aber ne? Ja, aber das reicht doch nicht. Und warum sollten die das da machen? Das ist doch völlig sinnlos. Vor allen Dingen, weil niemand magisches Potenzial bei ihr jemals festgestellt hat und sie war auf Schulen, wo man sowas testet, die auch das Geld haben, sowas zu testen. Ich hab's versucht. Also, mehr kann ich auch nicht machen. Ich dachte, ich kann dich noch mal ein bisschen Nee, es ärgern. ergibt keinen Sinn. Mist. Also, Anton ist nö. Nee, ich traue meinen Ich... Erzeugern echt viel zu, aber nee. Also, für Okay. mich Ja, klingt das jetzt ich auch weiß eher es nach, nicht, keine Ahnung. dass du geködert wurdest damit einfach nur. Möglich, das kann durchaus sein. Wie gesagt, wenn ich mit meinem Gru-Kontakt mich in Verbindung setze, kann ich mich mal auch um diesen Namen kümmern. Und mal anklopfen, was damit Sache ist. Aber versprechen kann ich dir halt nichts, ne? Das tut mir Wäre leid. nett. Also ich bin da sehr interessiert dran, weil, wie gesagt, die Leute haben meine Eltern umgebracht und Sag mal, haben die irgendein Erkennungszeichen? Weißt du das? Ja, man konnte bei ein paar Leuten, von denen konnte ich am linken Unterarm ein Tattoo sehen, was man allerdings nur im Infrarotbereich sieht. Das ist eine 5 in einem Kreis. Spielleiter? Ja, bitte. Spielleiter? Ja, was denn? Es gab ein Ereignis in Jojos Leben. Ich weiß, dass ich habe diese Hintergrundgeschichte selbst geschrieben, aber Ah ja, okay. das klingt schon mal gut. Aber sie weiß auch immer noch nicht, wer damals dafür verantwortlich, also wer ihre alte Gang quasi aufgedingst hat. Und weiter? Hat, na, sie versucht gerade sich zu erinnern. Gibt es irgendwen, hat irgendwer mal irgendwas fallen lassen? Also zu diesem Zeitpunkt hat sie irgendwas gehört, irgendeinen Hinweis auf ein derartiges Tattoo. Sie konnte selbst nicht im Infrarotbereich sehen. Aber es waren ja auch welche dabei, die es konnten. Du meinst von den Angreifern dann? Ja, also Ja, nein, also die von den haben. Opfern, die da waren auch welche bei, die im Infrarotbereich sehen konnten. Ja, die haben doch aber alle nicht lange genug gelebt.
Ja, hätte ja sein können, dass irgendwer Und die irgendwas waren doch gebrüllt hat oder so. laut deiner Aussage in Ganzkörperpanzerung gehüllt. Oder zumindest was ziemlich up to date war damals. Ja, Da war leider klar. das Tattoo verdeckt, wenn es das gab. Nee, Möglich ist ja. wär's. Ich sag's nur. Ich sag's. Jojo, ne? Dingsbums. Also ist alles gut. Jojo rastet schon wieder aus, sagst du. Nein, ihr rastet nicht aus. Darf ich denn mal eine Datensuche auf die eben uns eben unterbreiteten Informationen anschmeißen? Kannst du mal machen. So im Even und so, vielleicht kriege ich ja da ein Plus drauf. So ein kleines Plus. Ne? Ja, ein kleines. Na, so 10. Würfelchen. Ein Dingsbums. Würfelchen! Naja. Also VR haben wir gesagt, dann was möchtest du denn da, das Search, ne? Ja, doch, dachte ich mir doch. Computer und Intuition, das sind Ach so, aber du dann. kriegst minus 2 wegen Neues. Wenn ich wieder im Kaff irgendwo hock, Alter. Richtig. Ey, ich hasse den. Also nicht den Spieler, sondern den Kaff. Ach Ja, so. ich verstehe das schon. Ich dachte schon, du hast Alex, du liebst Alex. Drei Erfolge präsentiere ich dir hiermit. Und warum hast du zwei Erfolge mit? Wie viel Dice hast du denn da gewürfelt? Das war Jojo Das vorhin war mein alles nicht. Erinnerungswurf. Achso, die 10 waren das natürlich, ja. Zwei Erfolge. So. Na, Hätte hätte mir drei. mal Abzüge geben sollen, fällt mir gerade ein, aber es ist eh irrelevant. Was irrelevant ist, bestimmt immer noch nicht. Fick Also. dich. Ach ja. Die fünfte Kolonne, die ab jetzt bitte so nennen, dann können wir das auch aussprechen, ist keine offiziell gelistete Söldnerorganisation, die in einem legalen Bereich irgendwie angeheuert oder angestellt wird. Es gibt Hinweise darauf, dass die vor allen Dingen in Grenzgebieten aktiv ist, vor allen Dingen in Osteuropa und vor allen Dingen dann wieder noch mehr Russland. Und die haben sich wohl nicht immer rühmlich verhalten, sage ich mal. Jetzt echt Also, nicht. Black Ops, sagt er. Ne? Ja. Jetzt nicht immer so black auf jeden Fall, aber ob's, also ja, das ist halt so. Na, warte mal, Das sind nur. Moment, sind es Ex-Militärs, die sich zusammengefunden haben, weil Nicht es nur, irgendwann. nicht nur. Das ist, dass die werden schon von irgendjemandem bezahlt, dafür Dinge zu tun. Und auch zum Okay. Teil einfach mal ein kleines Exempelchen, mal ein Dürfchen anzünden, ein bisschen vielleicht. Das kann man ja auch machen. Skrullina, Oder halt so also die richtig wunderbar. schmutzige Grenzarbeit oder auch mal dann rüber über die Grenze zu gehen und dort ein Dürfchen anzuzünden, bisschen demoralisieren. Die Sachen, die das offizielle Militär auch einfach nicht gern macht, wenn das Das rauskommt, ist das ist immer dann so scheiße. Black Ops genannt. Ja, aber das sind auch Typen einfach dabei. Das ist einfach, wenn man an Black Ops denkt, dann denkt man ja an so krasse Typen, die ordentlich was drauf haben. Aber das sind auch Na Typen, die ja, gönnen klar, ja nicht, meiner. in Computerspielen sind das für Leute. War doch nicht Ja, und in. in den Medien. Deswegen will ich ja nur sagen, die sind es nicht immer. Es sind bestimmt auch ein paar Typen dabei, die ein bisschen aufgewertet sind, auch was können. Aber es sind auch viele dabei, die einfach Krawall, sag ich mal. Also so Und das Kapans können sie aber halt, gut. ne? Nee, So aber noch Krawallkapans. schlimmer als Kabern, weißt du? Echt? Ja, die reißen Arme aus und so, das ist echt nicht Ah. schön. Pfui. Nee, aber da wurde zum Beispiel schon mal. Sollte mich mal bei denen bewerben. Ja, Dorf, dachte auch. nee, du in der Wildnis, das will ich sehen. Ja, ich muss es nur noch lernen. Aber mir Also, steht eine große schon Karriere sowas bevor. wie in der Stadtmitte mal kurz alle Leute versammeln und dann jemanden die Zähne ziehen. Sowas, ohne Betäubung, versteht sich. Das machen die schon mal, wenn sie da Ja, anders macht's ja auch lustig keinen sind. Spaß. Nee, anders macht's keinen Spaß. Vor allem die Weisheitsszene so, Wenn sie sich so schön verhakelt haben. Genau, In unergiebter Deswegen sieht man Prägung. ja vorher alle Backenzähne, damit man besser rankommt. Aber auf jeden Fall, die haben auf jeden Fall einen Geldgeber, der zumindest im Rahmen den auch, also. Sind jetzt nicht auf sich allein gestellt, die armen Kerle. Aha. Und irgendwelche Namen von denen gefunden, dass das da irgendwie, das ist der Boss und der war mal bei der Crew, oder das ist der Boss und der war mal bei Rabutnik, oder das ist der Boss und der hat Jojo gevögelt, oder? Ne? Ich mag zwar das Letzte, wirklich sehr. Echt Hätte ja jetzt. sein können, irgendwie. Unwahrscheinlich. Ach, Du jetzt hast reg ein, dich doch nicht zwei Namen auf. ich rege mich nicht auf, aber Was willst du denn wissen? Du bist so ruhig. tolle Vorteile würde der Spielleiter mir nie zugestehen. Wieso Vorteil? Wer weiß, vielleicht war das ja voll der Ekel, so wie ich in Real Life. Ja. Also, es geht So schon mal, schlimm kann glaube eine ich, Fantasiegestalt nicht werden. Halt die von so ein paar Kohortenführern oder so einem kleinen Unterbösschen, der dort die Leute ins Gemetzel führt, aber du hast nicht die Hintermänner, weil sonst Fresse. wäre das ganze Prinzip Nee, irgendwie ja, sinnlos. es ist. Ja, verstehe schon. Hintermänner habe ich es auch nicht erwartet. Achso, ja. Also, Nur wer für. weiß, vielleicht stehen die kleinen Unterbosse ja mal in Entschuldigung. Nee.
Es ist schon wieder so weit. Es war noch nie weiter. Das hast gut. du. Gut, das teile ich natürlich gleich sprühwarm, so mit denen. Also nee, Kaban, aber dann glaube ich nicht, dass wirklich einer von uns irgendwelche Informationen dir noch in die Richtung geben kann. Also wie gesagt, ich werde es mal meinem Crew-Kontakt hier vorlegen, ob der was weiß, aber ansonsten... Das wäre nett, danke. Ja, kein Ding, kein Ding. Und die Namen hätte ich gerne. Ja. Guck mal, was wir kriegen, ne? Mhm. Darfst du jetzt 5 russische Männer- oder Frauennamen zusammenstückeln? Ich erlaube das. Agafon. Yay! Ja, genau, 3-mal. Nein, Agafon ist ein Elf, der hat das nie getan. Es ist der mindestens ist ein Elf dabei. Ah, fuck you! Aber er heißt nicht Agafon. Fuck you! Sondern er heißt Megafon! Tut mir so leid. Tut mir eh nicht, Lügner. Stimmt. Super. Ich lache über meinen eigenen Witz, Alter. Traurig. Ich finde ihn gut. Dass du über deinen Witz lachst. Wenigstens einer hat Spaß. Die anderen beiden hassen uns ja gerade, glaube ich. Diesen ist scheiße. Nein. Das... Ja. Ich hasse alle. Das ist, was? Wie rum geht's? Nee, das ist umgekehrt. Alle hassen euch. Dich. Ich spreche ihn schon der Höflichkeitsform an. Tut mir leid. Völlig in Ordnung. Da habe ich es auch verdient. Euer Ehren. Ja, heiles. Also. Ne? Eure königliche Barmherzigkeit. Pisspage heißt er. Ihr sieht aus wie der Pisspage. Los geht's. Ich weiß nicht, wenn wir dann mit Julius nichts mehr anstellen können, dann geben wir deren lieber Downtime und ich würde dann mich mal, wie gesagt, um meine Kontakte bemühen. Wir bleiben natürlich schon mit Juli, wir haben lecker Krapfen, kitzeln sie nicht. Das ist sehr nett. Sein kitzeln höflicher nicht. Krankenbesuch halt. Ja, richtig lieb. Wir kümmern Blümchen dich. Da gelassen. Ja, nein, AR-Blümchen haben wir da gelassen. Okay. Und die Zypressen in Miniform. Und Billy hat eine AR-Trink gemixt. Ich habe eine Packung Marshmallows besorgt. Alter, der Schleimer, oder? Ja. Sind sie grün, damit sie aussehen wie Pfefferminzbonbons? Sie haben unterschiedliche Farben und unterschiedliche Formen. Noch besser. Ich sagte, der will Ruf auf die Alte. Riecht echt so ein bisschen nach Unterhosenöffner quasi. Schlüpferstürmer meinst du? Dankeschön. Buchsenöffner. So, nee, aber ich bin einfach nur höflich. Schlüpferstürmer ist ein Cocktail. Tschüss. Yes, sir. Was für Kontakte hast du bei der Crew? Ich meine meinen Vater. Ah ja, gut, ich dachte schon, ich hätte was verpasst. Nö, puh. Du hast das schon richtig mitbekommen. Dude. Mein Beste. Ich starre auf diese Karte, warte, Moment. Was habe ich schon wieder getan? Okay. Nee, also sie möchte jetzt mal, vielleicht vorweg soll ich das jetzt gerade mal dir noch erklären. Sie möchte ihrem Vater ja unter die Nase reiben, so nach dem Motto, ha! Weißt du? Ja. Nach dem Motto, gab ich ja doch eine Zusammenarbeit, hahaha, hast gar nicht gewusst, bäh. Und dann möchte sie ja wahrscheinlich anstreben, sich mit ihm mal auf irgendeine Art und Weise zu treffen, sodass sie nicht belauscht werden können, in irgendeiner Form. Also sie nimmt Kontakt auf zu Milena. Ich dachte zum Vater. Ja, zu Milena, damit sie an den Vater rankommt. Die muss doch immer gehen. Meine Fresse. Ich bin so dumm. Da, Flubbis Charakterbeschreibung kennt der auswendig. Da kannst du den mitten in der Nacht kannst du den aufwecken. Da weiß der, was genau am 3.8.2079 passiert ist. Und wenn es um Billy geht, dann ist ihm das scheißegal. Die ist auch scheiße. Ja, es stimmt auch. So. Finden unsere Zuhörer Gott sei Dank nett. Ist ja auch nicht deine Welt, ne? Ist aber meins geskripte. Nein, Malachims. Ja, aber nach meiner Anweisung. Ah ja, also, ein persönliches Treffen mit einem deiner Elternteile, welches noch nicht näher definiert ist. Vatern. Wird stattfinden können, dauert aber. Also richtig persönlich, die würden nach Moskau, verstehst du? Komm, vorbei, quasi. Sie möchte halt Vatern sprechen, aber auf einem Kanal, das, weiß ich nicht, face-to-face muss nicht sein, aber wenn er eine Möglichkeit weiß, in der Matrix... sich so weit zu verschleiern, dass man sicher sein kann, dass das Gespräch ungehört bleibt, dann würde Billy sich darum bemühen. Da ein großer Teil der Nachrichtendienste auch immer ihre eigenen Mitarbeiter kurz mal genauer unter die Lupe nimmt, wäre Face-to-Face echt besser. Dann Face-to-Face.
Zumal gerade Billy doch wissen müsste, dass die Matrix niemals irgendwas vergisst. Das ist so nicht richtig, mein Digga. In den richtigen Black Rooms der Matrix wird gar nichts gehört. Oh. Dark Room. Ich habe bewusst Black Room gesagt, nicht Dark Room. Aber ich wusste genau, was du meinst. Ja. 27. Dezember, wenn ihr das recht. Bam, das ist voll spät, Alter. Das ist voll früh. Ja, besser als nix. Geschenkte Gaul, guck das Spiel leider nicht ins Maul und so. Ja, super, dankeschön, mache. Meh. Gut. Gut. Also bei mir dauert's. Ja, Juju muss ja sowieso erstmal fit werden und dann sehen wir mal weiter. Ne? Außerdem haben wir ja noch jemanden zu finden. Jo, jo, jo. Die Daten liegen so lange im Fuchsbau verschachert. Wie geht's weiter? Ihr wollt jetzt downtimen? Ja, bitte. Wollen wir hier einfach das Auto einstellen? Wir machen das ja, Auto. Ja, bitte. Sehr schön. Mann. Und du dachtest, das 10. ist leicht. 10. Ich hab das noch nie gedacht. Also nee, doch, aber schon lange nicht mehr. 10., 12. Und da ist Jojo bestimmt schon wieder zu Hause. Die kann man ja auch nicht ewig ertragen. Und da kommt Vlad vorbei. Wit? Okay. Vlad kommt vorbei. Okay. Machst du mal auf, oder was? Hä, ist doch offen. Ach so. Ah, ist tatsächlich offen. Ja. Sag das grüne jetzt... Licht. Sag das grüne Licht. Kannst du mir mal zukommen für einen Bruder oder was hier? Also, wir haben hier den Typen. Was? Echt? Ja. Pass auf. Er greift deine Schulter und schüttelt dich so leicht. Ich habe angewiesen, dass keiner mit dem quatscht, dass er nur quasi schon für euch bereitsteht und weißt, dass, das ist eine große Geste, was du dann für eine große Geste bringst, das weißt du. Was ich für eine große Geste bringe? Genau. Ein paar Fässer Bier? Hä, was willst du? Nee. Deine große Geste wird es sein. Ich habe mir nochmal ein Bild von der Alten angeguckt. Die hat ja schwer zu tragen. Du kaufst einen Sport-BH für sie, denn sie wird rennen. Meinst du? Bin mir da absolut sicher. Klär, was du klären willst, aber sie ist danach noch rennfähig. Boah, ich weiß es! Was denn? Matrioschka muss rennen, oder? Achso, ja klar. Ja, natürlich, wer denn sonst? Ja, ich hab gedacht, erst Billy meinte. Hä? Scheiße, er hat recht, sie hat auch schwer zu tragen. Ah ja, die schwer zu tragen. Aber nicht so schwer, Matrioschka. Ist als Elfe, du Junge. Also. Kein Sport-BH. Ja, okay, kein Sport-BH. Aber der Rest. Das tut weh. Alter, bist du gemein, Flummi. Ja, ich weiß. Aber der Rest, ist dir klar. Hm. Gut. Keine Einzelscheiße. Hm. So, und jetzt nochmal mit einem Ja. Ja. Schön. War doch gar nicht so schwer. Also, der Typ sitzt bei einem Stuffer in Donskoy. Gebt ihr die Adresse. Ha. Also da im Warenlager quasi. Im Warenlager, gut, das mussten wir noch dazu sagen. Alles ja, klar. Ja, da sitzt jemand von uns rum. Ich habe vergessen, wer da rumsitzt, dann passt das schon. Gut. Gut. Sie geht zu ihm hin, er kriegt einen Schmatzer auf die Wange, ob er will oder nicht. Das sehe ich anders, denn du kommst nicht so hoch. Er hat sich vielleicht hingesetzt. Nein. Gemeinheit. Ja. Nimm dir einen Hocker. Sie nimmt einen Stuhl, bringt ihn dahin, steigt drauf. Was ist denn das? Er kriegt einen Schmatzer auf die Wange. Er schubst dich vom Hocker. Widerlich. Dann geht er. Arschloch. Ich finde eigentlich dieses, was wir im Hills Chrome gesehen haben, diese Beine da, diese Stelzen, diese Kackstelzen für den Zwerg, das wäre doch mal noch was für Jojo. Danach ist sie aber keine Funzel mehr. Stimmt. Noch besser? Ja, da klingeln jetzt zwei Comlinks. Wessen? Der Sound. Ja. Ja. Bei Anruf 6. Moin.
Hallo, ich habe ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk für uns. Finde ich cool, wo? Ganz fest. Nee. Nicht wer, wo? Sie gibt euch eine Adresse. Holt mich wer ab? Von mir auch. Ah, nee, geht schlecht. Kann ich machen. Ja, okay. Super. Ich hole euch beide ab, oder? Nee, ich fahr selbst. Okay. Ich mach Fahrservice für Gabi. Ja, perfekt. Oh, wir müssen vorher noch. Na, das können wir auch bei dir in Idan klären. Das ist okay. Masken? Wofür? Sexualspiele? Nein? Nee. Du hörst dich immer noch nicht gesund an, du hustest schon wieder so stark. Das sind nur die Nachwehen, das ist schon wieder okay. Okay. Gut, bis gleich. Bis gleich. Tschüss. Düdlülü. Ja, ich hol Kaban ab und wir treffen uns dann an der Adresse, die angegeben wurde. Düdlülü. Wo, was für ein Gebiet, Meister? Donskoi, C. Passt. Gut, Knarre, passt. Ja, ja. Und das Jojo. Aber das möchte ich immer mit. Ich möchte noch gerne mir einen Lötkolben und eine Beißzange zulegen. Gern. Ja. Grüße an Pulp Fiction. Wo sind denn deine Cracknigger? Das sagt man so nicht. Das heißt Pilot. Das ist ein Zitat, entschuldige bitte. Ja, aber das sagt ein dunkelhäutiger Mensch. Ich hab das schon. Und du bist kein dunkelhäutiger Mensch, du darfst das nicht sagen. Ach so. Also weiter geht's jetzt auf. Ihr seid da. Das Teil ist leer. Zwar will ein Kündlein rein, darf er aber nicht. Gänger XYZ. Obwohl, nee, die so zwei ganz alte Typen, weißt du, die sitzen da rum, haben sich. Ach ja, ich hab übrigens das Bild jetzt auch. Welches? Kannst du ins Twitter reinmachen, willst. Sitzen gut. Da quasi hinterm Tresen, schnabulieren ein paar Bürgerchen, halten sich, kontrollieren, ob die, also der eine hat quasi diesen Wagen mit der Unterwäsche für Frauen, die es im Stuffer ja auch gibt, quasi mal hinter den Essensverkaufstresen dargestellt und die probieren mal kurz, was es derzeit an modischen Neuerungen gibt. Ah, verdammt, ich hab's doch nicht hier. Irrelevant. Zwei alte Typen, ultra tätowiert, Rocker halt. Richtig solide Säcke. Tauch. Hey ho. Ah, sag Moin. Mal. Er hält dir einen Tiger-Tanga hoch. Ist das wieder modern? Ich guck den Typen an, ich glaub, das steht dir nicht. Ja, das weiß ich, das weiß ich. Da links und rechts würde, das ging ja gar nicht. Da purzelt so viel raus, Junge, bis zum Knie, weißt du, kennst du ja. Aber ich frug die Damen, ist das modern? Keine Ahnung. Alter. Frag weißt sie. Du das? Geht es an mich? Ja. Ob ich das trage? Nee, ob das modern ist. Das kommt drauf an, wo man sich in welchen Kreisen bewegt. Ah ja, dann macht mal jetzt Unterwäsche-Check. Nimmt mal hier so den Bund oben, alle Schlüpper, ich will mal sehen. Nicht, dass jetzt einer lügt, ihr tragt das. Alle. Das Org auch? Kein Problem. Zum Teufel. So, sie nicht. Jeans was kurz, uff und ab dafür. Du kannst auch einfach die Schlüpper über die Jeans so hochziehen. Weißt du? Das ist teilweise echt unbequem. Auch für eine Frau. Ja. So, der Ork auch nicht und der auch nicht. Okay, also nicht modern. Sie legen es in den Toaster für die Burger. Ach ja, ihr wolltet ja, der Typ hinten, erste Tür rechts. Jut, danke. Mach mal nicht so laut, ne? Sie war doch gar nicht laut. Nee, ich meine gleich. Ach so. Nee, 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 der wird ganz still sein. Okay. Der könnte noch ein bisschen schlafen. Lass den mal schlafen, das ist auch ein armer Typ. Echt. Nicht, okay, dann halt nicht. Jojo holt sich irgendein kaltes Getränk, irgendwas, was kalt ist, um ihn wach zu machen. Fanta. Es ist immer Fanta. Es ist immer Fanta. Fanta. Es ist nee. Billig Fanta. Es ist Erdbeer-Fanta. Da. Fass die ist ich gut genug an. Für Gunfist. Fass ich nicht an. Gut. So, Jojo nimmt sich zwei von diesen Dosen und geht nach hinten. Beauty. In dem Warenlager auf einem Stuhl sitzt Gunfist nackend. Nackend?
Naja, sie haben ihn entkleidet und sie haben mit Cyberware-Blockern den einen Arm halt schön, ne? Dann das Licht haben sie so, sie haben vermutlich einfach nur gegen den Schaltkasten getreten, aber egal, also sieht jedenfalls so aus. Das flackert die ganze Zeit so richtig hart penetrant, trotzdem ist er in einem tiefen Schlummer versunken. Ihr habt da halt sein Wäffelchen, also die Rotorsober Warhawk, und sein Comlink liegt da rum und noch so ein bisschen Krimskrams und halt seine Kleidung. Schön gefaltet, muss man sagen, akkurat. Mit Bügelfalte zwar nicht, aber das kann man ja auch nicht so schnell imitieren. Auf Gunfists eigentlich ja sehr schön männlicher, behaarter Brust ist eingeschnitten oder vielleicht epiliert, weiß man so nicht genau. Obwohl Billy, die Haare sind definitiv rausgerissen worden. Also steht Hühnchen. Mit Wachs oder wie auch immer, steht Hühnchen und zwar so, dass er es von oben lesen kann. Verstehst du? Wie? Also nicht für euch quasi umgedreht. Hey, die Falcons haben erstens Style und zweitens richtig gute Ideen. Dann hatte der ja früher so ein Iro, die Haare fallen ihm aber ganz schön krass aus. Er ist ultra blass und eingefallen. Also vor allem so im Gesicht, was mit diesen riesigen, klobigen Cyberaugen irgendwie ganz schön lustig aussieht. Und er hat eine relativ frische Narbe so in na, so rechts vom Bauchnabel. Die ist bestimmt 15 cm lang und wurde auch vernäht. Eitert minimal noch nach, aber ja, ihr habt keine Ahnung, wie alt das ist. Sieht schon ein bisschen älter aus. Hm. Jojo, also ist da dran, ja, ist ja gut dran gefesselt, gut. Oh, ja. Jojo geht dahin, öffnet eine Dose Erdbeerfalter. Moment, ich möchte gerne deinen Arm festhalten für einen Split Second. Sollen wir uns noch Masken vorher aufziehen oder meinst du, der Effekt ist größer, wenn du dein Gesicht ihm zeigst? Das geht schon so. Wird er das überleben heute oder wird er das nicht überleben? Das kommt auf ihn an, wenn er sich benimmt. Also, in welcher Position steht der eigentlich zu dieser Matrioschka jetzt? Keine Ahnung. Ich weiß, dass er auf jeden Fall mal irgendwie Fettschulden bei ihr hatte und sie ihn dann richtig klein gemacht hat. Also, der hat richtig eins auf die Fresse gekriegt von ihr. Das wissen wir eigentlich gar nicht, genau. Doch. Das wissen wir nicht. Stimmt. Nee. Stimmt. Das könnt ihr vertrauen. Das wäre eine gute Frage, die wir uns vielleicht zurechtlegen sollten für heute Abend noch, was für Fragen wir aus dem Haus drücken möchten. Na, wir haben noch Zeit. Wir können uns doch ganz in Ruhe mit ihm unterhalten, wenn uns noch irgendwas einfällt. Ja, nicht, dass der uns hier frühzeitig vom Ableben Gebrauch macht. Ach. So schnell nippelt er schon nicht ab. Nicht, dass du wieder auf Einzelteillagers gehst. Muss ja nicht, man muss ihn ja nicht gleich an seine Körperteile abnehmen. Man kann den ja auch langsam sich ja zwicken oder mit irgendwelchen heißen Soßen in die Augen. Ich habe da eine viel bessere Idee, mein Freund. Das hat letztes Mal auch gut funktioniert. Er und mein Jojo sind gute Freunde. Genau das ist der Punkt. Hoshi, du hast sie noch niemals in Action gesehen, okay? Nicht in so einer Situation. Hey, Kaban. Mhm. Sein Comlink, da steht hinten die. Da wurde offensichtlich am Akku rumgeschraubt, was ja nicht so häufig ist, bla bla bla. Die eine Schraube guckt so raus, das fällt halt auf. Und da sieht man auch, dass die Akkuverdeckung jetzt so ein bisschen. Ich formuliere es ganz einfach. Zwischen Akku und dem Verdeck muss irgendwas drin klemmen, weil das ist irgendwie komisch. Dann mache ich das Ding mal auf. Juhu! Bumm! Nein. Liegt ein Datenchip drin. Na, schau, der wird ja aber nicht rein. Willst du ihn dir angucken? Wenn du Mädchen geben möchtest, dann würde ich den mir gerne angucken. Darf ich ihn schon mal wecken? Ja, ich präpariere das Comlink so, als wenn das nicht geöffnet worden wäre. Wieder. Okay. Dass er das nicht sieht, dass wir da schon dran waren. Das läge eh hinter ihm, aber ich freue mich, dass du das tust. Jojo weckt ihn jetzt. Mit Fanta. Kalte, eiskalte Fanta ins Gesicht. Andere Leute mit kaltes Wasser ins Gesicht gedingst. Na klar. Ja, der Husten. Wir haben ja nur Luxus. Und kommt, schüttelt sich und ein paar Haare fallen von seinem Schädel. Ach ja, Billy, Entschuldigung. Da ist eine Textnachricht und ganz viele Videos drauf. Okay, und möchtest du das vorziehen? Ich überlasse dir die freie Entscheidung, ob du erst Flummi ihren Abend versüßen willst oder das mich kommt drauf an, was da drauf ist, und Billy ist viel schneller im Durchgucken.
Gut. Na, Videos muss sie sich auch in Normalgeschwindigkeit angucken. Na, sie kann sie in doppelter Geschwindigkeit durchlaufen lassen. Sie kann aber mal kurz durchzappen, so wie man durch YouTube-Videos zappt, um zu gucken, was drauf ist, ob bekannte Personen drauf sind. Okay. Also, ganz kurz. Textdatei, wenn du ein Herz hast und das findest, weißt du, was du machst. Und natürlich mit sehr vielen Rechtschreibfehlern. Und ansonsten Videos, ja, da ist ganz viel Matrioschka drauf. Und das sieht alles komisch, da müsste man ja angucken, was da genau jetzt ist. Das tue ich dann. Okay. Wenn du ein Herz hast und das findest, weißt du, was du machst? Alter, der liebt die Kleine. Ach komm, Gunfist prustet noch ein bisschen vor sich hin, ist irritiert von dem flackernden Licht, eh der ansprechbar ist, das dauert. Basuf, das. Ja, ich höre zu. Du hörst zu, das ist schön. Du hast so ein paar Videos, wo eins ist ein Gespräch von ihm und Matrioschka, das kannst du mal kurz an, also würde ich dann brauch mehr Zeit so rum. Aber was du noch Videos hast, das sind einfach Videos, wie sie ihn zum Hündchen macht. Also er frisst aus einem Fressnapf bei ihr, er hat auf allen Vieren zu gehen und immer wenn er das nicht macht, dann hat sie wohl irgendein lustiges Gerätchen, wo er ganz viel Schmerzen hat. Dann gibt es so ein paar Szenen, wo sie einfach vor ihm sitzt und mit einer Gabel ins Auge piekst und ihm erklärt, Cyberaugen sind ja okay und so, ne? Da schlägt man nicht mehr die Lider zu vor Schreck, aber die Leute rucken immer noch so mit dem Kopf zurück. Und sie wird ihn so lange mit der Gabel ins Auge pieksen, bis er lernt, nicht mehr den Kopf wegzunehmen, weil ein gutes Hündchen sowas nicht tut. Genau, so in der. Du willst Richtung. Mir nur den Spaß versauen, so dass. Ich glaub's auch. Der will mir nur den Spaß versauen, das ist gemein. Ich glaube, er macht's einfach nur härter. Ja. Du meinst vielleicht, du bist harder, weil härter ist härter. Weißt du? Oh Mann. Neuer Spitzname für Jojo. So, das ist erstmal die Kurzfassung. Wie gesagt, das Gespräch wäre vielleicht noch ein bisschen länger. Und in der Zeit würde Gunfist sich dann auch so leicht lethargisch im Raum einigermaßen orientiert haben. Aber Matrioschka braucht zum Rennen keine Arme. Da fällt man hin, wenn man keine Arme hat, gleich. Und sie verblutet. Sie verblutet, das ist, glaube ich, das Problem. Nee, kannst du ganz einfach stillen. Abbrennen, ne? Ja, genau, mit heißem Eisen. Deswegen hast Körper du den Lötkolben, aber ich glaube, das macht der Körper tatsächlich mit der Schockzustand. Der ist klug, der Körper. Ah, Abbruch. Das kriegt man hin, mit Adrenalinspritzen geht es. Ja, aber wir sind leider alle nicht gut im Medizin. Die muss ja nicht überleben. Ich habe Medizin 1, das reicht. Doch, sie muss überleben, sie muss noch rennfähig sein. Wieso, mit Elektroschocks lassen wir die auch rennen? Ach, Jojo, fällt da schon was ein. Du baust eine Drohne mit diesem Exoskelett. Ja, genau, gute Idee. Ja, schön. Guten Morgen, Gunfist. Scheiße. Jojo steht vor ihm, grinst und spielt mit ihrem Jojo. Du, echt jetzt, das muss nicht sein. Wirklich. Ich hätte nicht gedacht, dass wir uns so schnell wiedersehen. Der Wies ist doch dreiviertel Jahr her, oder was? Ja? Ich dachte zwischenzeitlich tatsächlich, du bist abgenippelt. Dann informierte man mich, dass dem doch nicht so sei. Da hast du dich bestimmt geärgert. Nee, ehrlich gesagt, war es mir egal. Also. Ja. Pass mal auf. Wie das Ganze hier jetzt für dich ausgeht, das liegt ganz bei dir. Denn du hast etwas, was ich will. Und zwar Informationen. Über die kleine dumme Schlampe, bei der du die letzten Tage verbracht hast. Ärger. Du machst doch keine Vorstellung. Monate. Gut. Wo ist die? Pass mal auf. Klar steht für dich die Rache im Vordergrund oder was auch immer du von der jetzt willst oder so. Kloppe Rache, ne? Ja, aber ich muss auch jetzt, irgendwann muss ich auch mal an mich denken. Der hat mir so einen Scheiß implantiert und das zerrungst mir die Därme. Der hat gemeint, Alter, gerade so viel, dass du noch merkst, wie dir die Magensäure unter Darmsaft im Körper rumschlingert. Ich kann das nicht sagen, die zerrumpft mich doch. Woher soll sie denn wissen, was du erzählst? Hat sie da irgendwas... Hat sie den Mikrofon eingebaut? Zapft sie an. Die weißt du jetzt, dass du... Ich dachte, das ist klar. Meine Augen zapft sie an.
Machst du mal einen Störsender an? Bleibt sie zu. Ah, bitte, okay. Natürlich so. Machen. Was so? Störsender, sie kann nichts mehr anzapfen. Und sie kann auch nichts mehr senden, um dir die Bombe zu zerkillen. Aber das soll ich jetzt glauben, oder wie sieht's aus? Na klar. Und hier? Außerdem, wenn die jetzt den Befehl gibt, weil ich vom Radar weg bin, dann kommt der hier nicht an. Störsender aus, na, dann kommt der doch danach. Dann solltest du dir einen Störsender kaufen. Du hast gut lachen. Ja. Puffis haben auch keine Störsender zu kaufen. Die haben das zu machen, was Brauchen sagt. Junge, du denkst, es wäre leicht bei dir, Schnauze! Oder was? Gut. Nee, ist nicht gut. Denke mal mit, wenn du 5 Monate bei dir rumlungerst und dich zum Affen machen musst, denkst du, du brichst mich jetzt? Du! Komm mal her mit deinem Jojo und rupp mir die Eier ab. Aber ich hab die Scheiße jetzt echt dicke. Und außerdem sollst du dir eh was überlegen, Mädchen. Eh was sollst du dir, solltet euch das alle überlegen. Und zwar, passe auf jetzt, schreib mit. Gucke an, wo mich der Rache hingebracht hat. Denkst du, dir wird's irgendwann anders gehen? Ja. Bist du jetzt fertig mit deinen Weisheiten? Bist du jetzt fertig damit rumzuheulen und dir zu sagen, was für ein schlechtes Leben du hast? Pass auf. Ich wollte dir eigentlich gerade ein Angebot machen. Wenn du jetzt noch ein bisschen weiter weinen willst, hole ich dir vielleicht sogar ein Taschentuch. Das wäre nett. Ja, nee, habe ich jetzt keinen Bock drauf. Da ist doch der Serviettenspender steht doch hier. Der Serviettenspender Ständer. Hat er schon einen Ständer? Ja. So. Also. Es gibt bestimmt die Möglichkeit, entweder dich zu jemandem zu schaffen oder jemanden herkommen zu lassen, der guckt, ob da wirklich irgendwas ist. Oder die das Ding rausholt. Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass sie so viel Kohle ausgegeben hat, um hier irgendwo sicher eine Bombe zu reindingsen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und dann machst du das Maul auf. Dann helfe ich euch. Wenn ihr die platt machen müsst, dann mache ich damit. Die dämliche Kackfatze. Gut. Über das DNI kommt, kannst du nicht nachgucken? Schon mal vorab. Wie denn? Ihr seht das doch, wenn da so dunkle Punkte sind im Körper, oder? Keine Ahnung, der Typ ist eine einzige wabernde graue Masse. Das ist nicht ganz richtig. Aber im Grunde hast du trotzdem recht. Gut. Pass auf. Ich telefoniere jetzt. Sie ruft jetzt Olga an. Lass Olga damit reinziehen. Na, irgendwo müssen wir ja hin. Nee, das gefällt mir, weil die Alte nämlich immer gerne Schmerzen verursacht. Ja. Super. Da lässt du den Spieler da eigentlich sich nur selbst auseinandernehmen, ey. Jetzt würde ich gerne sehen, wie er sein Dings auslebt. Seine gespaltene Persönlichkeit. Ach so, ja, kein Ding von King. Pass auf. Ja, was ist denn los? Bist du schon wieder schwanger? Nee, ausnahmsweise mal nicht. Eine deiner Freundinnen. Nee, hä? Was weiß ich? Ich habe schon so lange wieso ist das? Gebraucht, deswegen. Ach wieso nee, du brauchst das? Wieder. Du brauchst wieder Stuff, ich verstehe, wie letztes Mal. Nee, auch nicht. Auch nicht? Na, dann machst du Maul auf. Ja, du lässt mich ja nicht. Lässt mich das ist überhaupt nicht wahr. Zu Wort kommen. Dass ich das noch erleben darf, dass du ich mich nicht Leute, zu Wort kommen lässt. Ich hasse Leute, die andere nie zu Wort kommen lassen. Deswegen würde mir das überhaupt nicht passieren. Also nein, das, niemals. Nee. Nie. So, was ist denn jetzt? Auf gar keinen Fall. Sag mal, gibt es irgendeine Möglichkeit, auf die Schnelle rauszukriegen, ob jemandem irgendwie eine Art Badaboom in den Körper gesetzt worden ist? Also wenn, dann ist es nicht hochpreisig und wenn, dann ist es auch nicht irgendwo kompliziert versteckt. Die einfache oder die coole Variante? Na, die coole wenn die coole Variante irgendetwas beinhaltet, dass die Person danach noch dazu in der Lage ist zu reden. Na, wo genau soll das sein? Warte mal. Magensäure hat er gesagt. Ja, irgendwo im Bauchraum. Ja, na klar. Das muss man, also wenn man sicher gehen will, muss man das schon explorativ machen, ja? Ganz sicher. Aufschneiden. Ach so,
Ja, und wenn man es weniger sicher haben will, sondern einfach nur sagen will, ob da gucken will, ob da überhaupt was drin ist oder nicht. Scan. Geht das irgendwie manuell? Hä? Manuell? Ah, Mann. Ambulant ist das Wort, was du suchst. Ja, genau, ambulant. Genau das Wort habe ich gesucht. Ja, dann musst du aber das Gerät haben. Hast du das Gerät? Na klar, hab ich das Gerät. Ich komm's holen. Gut. Ja, boah, ich glaube, sie du, muss. Also, da wirst du nicht viel mit anfangen mit. Können. Der mit. Bist du bereit, mal kurz vorbeizukommen? Wie viel kriege ich denn? Na, was willst du denn haben dafür? Das kommt drauf an, Huni. Ja, wenn's passt. Einfach ist. Ist einfach. Naja, dann ist überhaupt kein Problem. Und eins hast du gesagt. Was eins? Ein Problem. Hä? Jetzt wissen wir nur von einem Problem, ja. Ja. Ausgezeichnet. Gut, ich pack und soll das dann da drin bleiben oder raus? Oder? Ich will erstmal wissen, ob überhaupt was drin ist. Und gegebenenfalls muss es raus, aber dann kommt der vielleicht noch mit. Na gut, alles klar. Das ist überhaupt kein Problem. So, gib mal Adresse. Ich kann dich abholen kommen. Du wirst abgeholt. Achso. Gut. Von hier kennst du noch, Foxy, bla, Gedönse, kennst der. Wow. Ah, ja, der Milz-Patient. Die Milz, genau. Ja, gut, dann. Bis gleich. Piep. Ja, ich mach mich auf den Weg. Ich kann ja während der Fahrt Videos gucken, ne? Hast du gesagt. Ja. Schön. Ja, sie kommt dann mit ihrem Köfferchen und noch, naja, mit zwei Köfferchen kommt sie dann mit und sowas, während ihr dann fahrt. Was ist das jetzt überhaupt? Mann, Frau, Kind, Greis? Mann. Mann, ein Mann. Glauben wir. Doch, Mann. Hat, kind, primäre... Greis, Metatyp. Ork? Troll war der doch, oder? War der Ork? Der war Ork, okay. Ork, letztes Lebensjahr oder so. Bisschen zerrupft ist er schön. Bisschen zerrupft ist er halt schon. Wir müssen aber noch ein bisschen. Der schuldet uns noch einen großen Gefallen und den muss er jetzt. Weißt du? Also einen großen Gefallen, da klang sie aber ganz schön aggressiv, die Kleine. Naja. Ja, du weißt so, wie sie ist. Sie ist so, weißt du ja immer, so ambitioniert, alles schnell, schnell. Gutes Mädchen. Okay. Wie ist denn eigentlich bei dir? Kratzt die Narbe? Nee, ich creme die mal schön ein. Ja, das ist gut. Ich mache auch so Stretching-Übungen zur Seite, weißt du, und dann tut es sich so lösen und es ist gut. Aber hast bisher noch keine Probleme, ne? Nö. Schöne Medikamente. Ich hab nochmal geguckt, das mit ein bisschen Anstrengung, ein bisschen Geld könntest du was kriegen. Ja. Nix Gezüchtetes oder so, aber manchmal ist ja da eine Milz über. Du hast einen Humor, ey. Also manchmal, da fällt die ja quasi einfach auf die Straße und dann würde ich die natürlich vorher in eine Tüte packen, bevor ich die aufhebe. So. Ja, du, das ist voll lieb von dir. Also soll ich Hammer, mal gucken, ob was... Nee, guckst du mal noch nicht. Ich hab da noch mit meinem Doktor zu reden auch. Ach so, da ist noch ein anderer Doktor. Mit mehreren Ärzten, das ist immer ganz schwierig. Ganz schwierig. Vielleicht machen wir eine Kooperationsarbeit da dran, ne? Ja. Kommt ja manchmal vor. Ich meine, kann auch nicht immer alles alleine machen. Meisterwerke. Ich stehe immer in der Dusche, gucke mir runter und denke, Meisterwerke! Nicht? Das kann ich mir vorstellen, ja. Sie guckt dich mit einem leichten Schlafzimmerblick an. Das. Sie weiß ja nicht. Doch, sie weiß. Ach, sie weiß! Stimmt, sie weiß. Natürlich weiß sie. Sie hat mich ja angetackt. Was machst du eigentlich sonst so, wenn du mich nicht abholst? Mit Jojo rumhängen? Bist du auch mal irgendwie tanzen oder so? Essen? Wir haben eine sehr innige Beziehung. So, schade. Ich lasse mich Jojo in der Runde nicht ficken, Mann. Vergiss es. Aber Jojo ist ja eigentlich eher so der offene Typ. Wie ist das bei dir? Ja, sehr offen. Würde auch was nebenbei gehen? Wie nebenbei? Ja, wenn du sagst, ich bin schon sehr treu, du. Ich bin ja... Treu doofes Hündchen, ne? Ach so, okay, schon. Nur exklusive mit vorher Zertifikaten austauschen wegen, ne? Ach so, hätte ich gar nicht eingeschätzt. Ja, doch. Ja, ist ja gut, nee, ich will jetzt auch nicht irgendwie. Wollt ihr nochmal fragen? Nee, ja, ich gebe da auch gerne Auskunft, merkst du ja. Gut. Ihr kommt an.
Das ist genau Jojos Ahne. Die Frau hat schon 2 Abtreibungen bei dem Mädchen vorgenommen. Zertifizier. Geil. Ja. Sie kommt dann nach hinten gelaufen mit ihren Köfferchen, guckt sich um. Ja, das ist also der Herr Krebspatient und wer bist denn du? Guckt zu Kaban. Moin, bin Kaban. Kaban, bist du schweinisch? Kleines Ferkel? Ja, nee. Nee. Okay. Ich kümmere mich jetzt erstmal. Also, guten das Tag. Das da vorne ist der Patient. Ja, Sie werden jetzt bewusstlos. Sie drückt ihm dann eine Spritze rein. Entschuldigung, ich bin so geil. Guten Tag, Sie werden jetzt bewusstlos. Ja, genau. Was denn? Lieber Olga. Man muss doch ankündigen, was hier passiert. Wieso wollt ihr eigentlich nicht auf ihre Pinnwand? Das ist eine Ehre. Also, weißt du, irgendeinen von ich euch kriege ich Bild leider. Gesehen. Es tut mir leid, aber hast du auch den Text gelesen? Sie zu kriegt Olga? Jeden. Jeden! Jeden! So, ich meine natürlich, sie schneidet dann mal ganz kurz ein bisschen an dem Arm Kaban. An dem auch jetzt. Sie schneidet mal kurz Kabans Hose auf, da hat sie ihn. Huch? Schon im Mund! Das war ja der falsche Ork. Ich glaube nicht, dass sie das so relativ, dass sie so weit kommen würde. Wieso? Ich sagte doch, du wurdest ohnmächtig. Alter. Ihrem Anblick, weil sie so zuckersüß ist. Jolle. Amour. Also. Pepe Le Pew. Amour, amour. Let's make a sweet the love. Also mit ihrem südländischen Eschbrit schneidet sie dann den Ganfes auf, guckt da ein bisschen mit so einer kleinen Sonde rum, was da so geht. Jojo, guck mal einen Blick rein. Kannst du mich bitte arbeiten lassen? Ja, Entschuldigung. Danke. Dann zerrt sie das raus, vernäht es, dann wird das nochmal ordentlich desinfiziert, weil das war das letzte Mal nicht ganz so. So, da ist nix. Ich würde aber nochmal einen Scan machen. Mach mal einen Scan. Das klingt doch vernünftig, weil die Augen, die sind ja auch schon, ich glaube, die waren schon nicht mehr aktuell, da warst du noch gar nicht geboren. Was? Apropos. Du weißt doch gar nicht, wie alt ich bin. Vollkommen irrelevant, du hast immer noch dein Jugendweihe-Fotogesicht. Apropos? Ja, apropos geboren. Wie alt bist du eigentlich? Sie guckt zu Kammern, während sie den Scan-Test macht. Ist das wichtig für die Untersuchung? Ja. Wie alt schätzt du mich denn? Noch so jung, dass du noch, Entschuldigung. Dass du noch energisch und motiviert zur Sache gehst, aber so alt, dass du genug Erfahrung hast. Ich ziehe eine Augenbraue hoch, Na dann. Nicht richtig, oder? Nicht sehr gesprächig. Nein. Finde ich gut. Ich mag ja auch manchmal die stillen Typen, die weißt du, verwegen, der Fels in der Brandung, der einfach dann auch mal schweigt, so das tiefe Gewässer, das schmutzige Gewässer. Was haben wir denn da? Jojo lehnt sich an die Wand, isst Marshmallows und freut sich. Oha. Oha was? Dein Arm. Das ist, Aha. Also, irgendwie wurde an dem sensorischen Teil da vom Arm rumgebaut, dass auf ein bestimmtes Signal wird da irgendeine Art von Sensorik quasi ans Hirn weitergeleitet. Ich vermute mal Schmerz. Viel. So, soll ich das beheben? Naja. Du könntest uns auch, du könntest das, wenn du das kannst, den so umändern, dass das Signal sich ändert, dass man das geben muss und uns das Signal geben. Klar. Kostet dann insgesamt entweder 200 oder 100 und du könntest mich zu einem Essen einladen. Keine Angst, ich esse nicht so viel, wie es jetzt scheint. Nicht, wenn ich eingeladen werde. Ich bin sehr höflich, sehr zurückhaltend. Was sagt ihr denn? Ihr müsst euch vielleicht erstmal besprechen. So Gehaltsverhandlungen sind immer. Ich muss eh nochmal kurz was über. Moment, über das DNI kommt 200. Mit wem? Du bist raus. Ah, yes. Du bist safe. Sie respektiert. Deswegen kommt über das DNI direkt 200. Jojo meinte halt auch über das DNI. Kaban, ich würde das nicht so schnell sagen. Nimm mal einen fürs Team.
Ihre Pinnwand ist voll, mein Freund. Ich glaube, du hättest sehr viel Spaß mit der. Ich kenne jemanden, der das durchhat. Der hatte sehr viel Spaß. Die lohnt sich. Sehr viel trifft auf jeden Fall zu. Es lohnt sich wirklich. Wieso weißt du das? Das habe ich mich auch gefragt. Bist du an der Pinnwand? Ich habe dich noch nie an der Pinnwand gesehen. Du hast ja auch noch nie einen Blick auf die Pinnwand geworfen. Was? Ich war doch da so lange, ich habe doch die Pinnwand gesehen. Nein, die ist in ihrem Extraraum. Aber... Verarsch mich nicht. Nichtsdestotrotz, nein, ich bin nicht auf der Pinnwand, aber ich kenne ein paar, die auf der Pinnwand sind. Kennst du nicht jeden, der bei ihr war? Also ist gleichzeitig jemand, der auf der Pinnwand erscheint, wenn sie Interesse hatte? Ist das nicht so? Na klar. Ja, so war das okay. Ja, Moment, nee, also auf der Pinnwand, die ist da schon ehrlich. Auf der Pinnwand erscheint auch nur, wer das Thema schon durch hat. Das war nicht im Widerspruch dazu. Ja. Eigentlich fast jeder, den sie kennt, der mal da war. Zumindest jeder Kerl. Nur manche wollen es nicht zugeben. Richtig. Aber fanden es trotzdem auf jeden Fall. Sehr geil. In this town we call home, everyone hail to the pumpkin song. So, dann sind wir ja schon wieder im Outro, ihr Lieben. Ach, wie wenig Bock der hat, weißt du, wir müssen das auch nicht, jetzt rülpst du auch noch rein, wir müssen das auch nicht machen, Düst, dann können wir auch was anderes machen, zum Beispiel, nee, wir sollten das machen, das Intro? Nee, das nicht. Lass uns lieber noch ein Intro machen. So völlig nebenher. Wir fangen jetzt gleich zu spielen an, so sieht's mal auf, weil es ist schon wieder Montag und jetzt geht's hier mal los, weil es ist schon wieder Februar und wir sind voll hinten dran. Warum lachst du denn so doof? Ich weiß auch nicht, das ist alles gerade so absurd hier, was passiert. Gut, dann sind wir ja gerade... Wo ist eigentlich hier quasi das Flumse? Sie hat geschrieben, dass er später kommt. Liest du auch mal im Forum? Ja, hallo, ich habe gerade kein Netz, ich habe mir die Bandbreite gespart. Ja, was arbeitest du in der IT oder was? Oh. Echt mal? Ja, tu ich. So. Deswegen habe ich auch das unglaubliche Glück, eigentlich so einen LTE-Router hier zu haben, der allerdings scheiße ist. Beziehungsweise irgendwie, naja. Ich schaffe es einfach nicht vernünftig, in einer Stadt zu leben, wo man LTE hat. Mimi, 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 Mimi. Genau. So. Da war ja, ne? Wer hätte denn gedacht, dass der Spieler der D-Nummer auspackt? Ne? Den hat er ausgepackt. Ich hab das gedacht. Du hast das echt geplant? Ja, geht so. Ich dachte, dir ist einfach nichts mehr eingefallen. Hast du gesagt, weißt du was, dann ganz fürs Foto ist nochmal raus, die Sau. Ist nicht so klar, dass der tot ist. Es ist schon so, dass mir nichts mehr eingefallen ist und ich dann gesagt habe, ach komm, Gunfist, aber ich hatte schon früher gedacht, dass ich den nochmal benutzen müsste. Ja, ich hatte auch mal gesagt, ich mochte den Charakter eigentlich, ich mochte den NPC. Ich weiß gar nicht, warum du ihn rausgenommen hast. Naja, aber jetzt, weiß ich nicht. Ist ja auch egal, ich meine, jetzt ist er ja hier Best Friends Forever oder was? Nee. Läuft. Das wollen wir nochmal sehen. Ich glaube ja, dass der ganz böse Sachen macht. Will ich gar nicht rauskriegen. Also, ne? Wollt ihr noch irgendwas zur... Wisst ihr überhaupt noch, was bei der 6 passiert ist? Oder bin ich der Einzige, der noch einen Überblick hat? Schon ziemlich. Wahrscheinlich bist du... Oh, verdammt. Ich wollte gerade sagen, du bist wahrscheinlich der Einzige, aber... Spielleiter. Dumm hier laufen. Ja, das ist halt das gottgleiche Gedächtnis unseres Spielleiters. Ach, also dann immer dran denken, Tops Incorporated aus den Vereinigten Staaten von Amerika hat die Rechte an Shadowrun, wird vertreten in Deutschland durch den Pegasus Verlags GmbH. Des Weiteren laufen die White Russians unter der Common Creative 4.0, sagen wir mittlerweile, das Neueste vom Neuesten, wie Flummi sagt. Unter der Lizenz laufen wir quasi, das heißt, ihr dürft euch gerne Sachen aus dem Podcast ausschneiden und wiederverwenden. Wenn ihr das nicht tut, ist das eure Schuld. Des Weiteren ist die Intro-Music Let It Snow vom Instrumental Core zu finden auf Soundcloud und das Outro-Lied ist This is Halloween from the Jake Lee Project, auch zu finden auf Soundcloud. Habe ich irgendwas vergessen? Nö. Aber das könnte dir passieren, du hast ja nicht so ein gottgleiches Gedächtnis wie ich. Richtig.
Dann, was haben wir heute für einen Tag? Heute ist Montag. Musst du dir das rot im Kalender anstreichen, was? Ich nehme dafür extra gerne Karma an, das ist okay. Mach mal aus, wir müssen jetzt nicht mal was klären.